Du redest halt auch in dem Framing die ganze Zeit. Ich habe gar keinen Bock, Clan gleich kriminell. Aber die Leute wollen, dass du das immer mitdenkst. Wir sagen, Hanau ist eine direkte Folge von der Markierung von Shisha-Bars als gefährliche Orte. Wir haben eine Studie mit belastbaren Fakten einfach, die sagt, dass diese Shisha-Bar-Razzien erstens komplett rechtswidrig ist und zweitens ein Schaulaufen sondergleichen. Sobald ich sage, ich distanziere mich von XY, auch damit zu tun, habe ich auch eine Nähe eingestanden und ich habe keine Nähe zu irgendetwas Kriminellem, Dicker. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rusa, eine neue Folge von Was los? Freunde, jetzt ja, ich habe mich getroffen mit Steiger und Mohammed Shahur. Die beiden haben ein Buch zusammengeschrieben, Dachel Inside Arabische Clans. Dachel ist übrigens arabisch für Inside, innen. Ja, sehr schönes Buch geworden. Ich habe das ja mit Widmung sogar bekommen. Ich habe darüber mit den beiden gesprochen. Nur, dass ihr es wisst, die beiden haben ja Clanland, dieses viel, viel beachtete Podcast, die Zen-Podcast, der viel beachtet, genau so muss man sagen. Der Podcast war eigentlich auch nur ein, sagen wir mal, Zweitprodukt von dem Buch. Eigentlich haben die ganzen Jahre das Buch geschrieben und dann durch viele Interviews, viel Recherche und so weiter ist der Podcast dann auch noch so zusätzlich entstanden. Jetzt ist das Buch endlich da und darüber haben wir gesprochen. Ja, ich würde sagen, Freunde, ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende der Sendung nochmal wieder. Jetzt erstmal viel Spaß mit Steigsinn und Mo Shahur. Bis bald. Mohammed Shahur und Markus Steiger hier im Haus wieder. Zum zweiten Mal sehen wir uns in dieser Konstellation. Das erste Mal haben wir uns gesehen zu Clanland und jetzt endlich auch das Buch. Kann man sagen, das Buch zu Clanland oder ist das so die logische Konsequenz weiter? Also, ehrlich gesagt war Clanland das Buch, der Podcast zum Buch. Okay. Genau, also der Podcast ist aus dem Buch entstanden. Wir haben vorher mit dem Buch angefangen. Also, genau. Ja. Guck mal, ich habe mit denen gesessen, bei Markus, also mit Hans. Wir sind ja gerade auch bei denen im Label hier. Und die meinten, lass mal Audiodokumentation machen. Ich bin ein bisschen auch sehr kanackig. Ja, lass Audiodokumentation machen. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ja. Auf einmal, die hängen sich richtig auf dieses Audiodokumentationsding auf und Hans fängt an, E-Mails zu schreiben, sucht Partnerinnen und Partner irgendwie. Und dann ist daraus Clanland geworden. Mhm. Aber so ist aus dem, ich habe immer richtig gemein gesagt, auch wenn er dann meckert, Clanland war erstmal so ein Abfallprodukt von dem Buch, aber ist dann ein Nebenprodukt, ein richtig gutes, schönes. Nebenmassel so. Genau, aber ja. War halt erstmal so, lass mal die Interviews zweit verwerten. Man muss schon dazu sagen, das war schon ein sehr, sehr gutes Produkt. Also das ist als Podcast, ist das hervorragend produziert. Ja, das ist richtig, richtig geil. Ich war ja auch nominiert für den Preis und so weiter. Also das war jetzt nicht einfach nur. Ja, Preise kann man später auch reden. Auf jeden. Ich meine nur, zumindest ihr wart nominiert. Es hat viel Beachtung gefunden. Es ist immer wieder rezitiert worden und es kam auch bei uns, muss ich auch der Talk kam sehr gut an. Das ganze Thema ist irgendwie, sag mal so, das Thema ist in der Luft, aber irgendwie machen alle so einen Kreis drum. Ja. Aber als ihr es gemacht habt, haben alle gesagt so, hätte man ja machen können. Ja, stimmt. Die Musik war ja krass komponiert, Dicker. Der Komponist, der das für die Musik für den Podcast gemacht hat, gilt ja auch in den Kreisen, wo man sich auskennt, als Genie, Alter. Ja, das habe ich. Es sind nur sehr wenig Kreise, die sich auskennen. Aber insofern. Aber alle sagen sie Mohammed Shahur, dieses einer der Kreisen, Alter. Krass. Wer ist Hans Zimmer? Ahmad Zimmer. Auf jeden Fall habt ihr dann die ganze Zeit während Clanland und so an dem Buch gearbeitet, an diesem Buch hier. Während wir Clanland gemacht haben, lag es auch mal eine Woche und dann irgendwie mal einen Monat. Also man hat einander befruchtet. So. Genau. Also das heißt, schon 3 Jahre an dem Buch gearbeitet? 4 Jahre. Ja. Wow. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Also es liegt auch daran, dass wir eben nebenher an diesem Podcast eben auch gearbeitet haben. Der hat Zeit gefressen. Aber auch die Form zu finden, wie wir es jetzt erzählen wollten oder wie wir es jetzt erzählt haben und so weiter, das hat doch auch ein bisschen länger gedauert, bis wir uns da auch so eingegroovt haben auf eine gemeinsame Erzählform. Das ist, glaube ich, das Spannendste oder das Interessanteste daran. Was ist denn, wie ist die Erzählform? Was habt ihr zwischendurch auch mal weggeworfen? Was ist das Ding jetzt hier? Ist das wie im Podcast? Nee, eben nicht. Nee, genau nicht, weil es gab Leute irgendwie auch in Journalistenkreisen, die gesagt haben, ja, ist ja jetzt irgendwie nur der Podcast verschriftlicht. Absolut nicht. Okay. Auf keinen Fall. Das war uns auch wichtig, dass das nicht passiert. Guck mal, ich sage immer, dieses Buch, wie es jetzt da ist, ist so in der 4. oder 5. Version, so was die Erzählstruktur angeht. Ich wollte am Anfang so voll trocken schreiben.
Er wollte am Anfang, so wie es ganz, wie es wirklich ganz zu Anfang des Buches ist, Markus sagt, Mohammed sagt, Markus sagt, Mohammed sagt, so ein Zwiegespräch zwischen uns, hat mir nicht so gefallen. Und wir haben viel gearbeitet, bis wir dann am Ende zu dieser Struktur gekommen sind, die er so die gebrochene Form nennt. Wir haben teilweise ganze Interviews drin, wie wir sie geführt haben, teilweise im Fließtext. Das hat richtig weite auch Sachbuchaspekte, Sachbuchteile, geschichtliche Abrisse und so. Es liest sich einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Genau. Also es ist eigentlich mehr oder weniger eine Collagentechnik jetzt am Ende draus geworden. Also ja, also wie gesagt, wir haben Zitate aus Interviews einfach in unsere eigenen Texte reingemacht. Wir haben lange Passagen, wo wir so quasi sachbuchmäßig auch Dinge erläutern. Dann gibt es Meinungsabschnitte und dann gibt es halt eben auch wieder ganze Interviewpassagen, die wirklich als Interview geführt sind. Und insofern ist das halt immer relativ lebendig. Also ich habe halt auch oft so gedacht, wir stellen da steile Thesen auf und dann haben wir so quasi die Gespräche dazu, die das dann einfach so quasi im direkten Gespräch belegen, was wir da aufgestellt haben. Weißt du, was das Krasse an dem Ding ist? Das ist mir auch letztens aufgefallen. Die Stärke dieses Buches ist, dass es andere Meinungen erträgt. Nicht jede Meinung da drin ist irgendwie die Meinung von Markus oder meine Meinung. Und auch oft waren wir nicht einer Meinung. Das heißt, kann auch seine Meinung allein sein, meine Meinung allein. Meinungen unserer Gesprächspartnerinnen und Partner. Wir haben jetzt nicht eine Geschichte fertig gemacht und uns auf die Suche nach O-Tönen gemacht, sondern wir sind auf eine Reise gegangen sozusagen. Rick und Morty mäßig. Wir haben gelernt, wir haben uns geformt. Heldenreise. Und daraus, aus den Gesprächen ist dann der Stoff entstanden, aus den Recherchen ist der Stoff entstanden und wir haben nicht so, wie man es halt kennt, Story steht, wir wollen jetzt irgendwie das und das machen und jetzt füllen wir unsere Story auf. Umgekehrt. Genau, man hat eine Prämisse und dann füllt man die nur noch. Wart ihr dann auch dementsprechend, ich meine, ihr seid beide Berliner, ihr habt beide ganz verschieden, aber auch viel, sehr intensiv, sehr deep, würde ich sagen, gewisse Szenen kennengelernt, ob du kommst aus der Musikwelt, hast aber dann trotzdem mit Clans oder mit dem Thema viel zu tun, wahrscheinlich auch durch die Musiker, über die Musiker und so weiter, du ja sowieso, du bist ja aus einer Familie, die auch wahrscheinlich in Medien mal hier oder da Clan genannt wird, ihr seid so tief drin, aber kann man sagen, am Ende habt ihr auch was gelernt? Also überrascht gewesen von irgendwas? Ey, am Ende... Ihr habt ja also auch Annahmen. Am Ende waren wir erstmal auch beim Schreiben überrascht darüber, wie oft wir gegen unsere eigenen Vorurteile angeschrieben haben. Ja, okay, ja. So, diese junge Frau ist modern gekleidet und da, oder wir waren jetzt erschrocken, wir sind irgendwie in NRW in so einer Einfamilienhaussiedlung und denken, dass uns da jetzt eine Deutsche aufmacht, die einfach angeheiratet ist. Ich hatte richtig Schweißausbrüche, Dicker, du kommst aus Berlin. Wir haben eine Frau gesucht, hier aus dem Clan ist, und da hat sich eine gemeldet. Ja. Und die sind wir besuchen gegangen und irgendwie, wir kommen in so eine ganz normale deutsche Einfamilienhaussiedlung und dachten dann so, dass das einfach so eine Deutsche ist, die ja halt einen Clan eingeheiratet hat. Genau, und dann wäre es jetzt nicht das gewesen, was wir wollten. Und dann macht die auf und war halt so, ja okay, klar, natürlich, das ist eine junge, moderne Frau. Also, wo man auch merkt, ey, man ist auch mit seinen eigenen Vorurteilen ausgestattet, und ist total geframed von dieser Berichterstattung. Ja, ich habe ja auch, und das sage ich ja auch immer wieder, ich war dann doch auch erstaunt, auch wenn ich es vermutet habe, aber wie divers diese arabische Gesellschaft ist und wie unterschiedlich die Leute sind und wie unterschiedlich die Leute ticken und dass es dann doch auch sehr auf die Generation ankommt, mit der man spricht, dass es Generationenkonflikte innerhalb dieser Familien gibt und dass man das eigentlich in seiner gesamten Vielfalt eigentlich haben wir versucht darzustellen, ja, und rennen dann trotzdem immer wieder gegen eine Mauer von Vorurteilen, dass die Leute sagen, naja, da habt ihr aber die Ausnahmen gefunden. Yeah. Weißt du, wo ich mir denke, so, warum denkt ihr, dass die Leute, die normalerweise in der Presseberichterstattung, warum sind die eigentlich nicht die Ausnahmen? Was ich ja auch immer sage, das sind ja eigentlich die Ausnahmen. Weil die sind halt Neurotiker. Ja, es ist halt so, es ist oft so, dass diese, also ob das jetzt mit arabischen Clans ist oder ob das mit Rasern ist, ob das mit Rappern ist, du nimmst ja da die lautesten 1% und die kommen und bringen ihre Meinung oder 2% meinetwegen, aber auf jeden Fall die Minderheit und die sind dann überrepräsentiert dann in den Medien. Also es gibt ja dieses False, es ist schon False Balance, also dass man so sagt, du hast halt immer 2-3%, die sehr, sehr laut sind
Und dann ist ja so, wenn du jemanden von ISIS holst und dem dann als Moslem darstellst, ja, und dann in ein Interview gehst und dann sagst du, Moslems sind das. Ja klar, dann müsstest du halt auf der anderen Seite den Ku Klux Klan Typen anbringen, so einen radikalen Christen aus den USA und sagen, ja, Christen sind so. Ja, ja, genau. Ja, aber bei Clans muss man natürlich sagen, dass da auch ein bisschen tiefer gearbeitet wird. Bild-Zeitung hat zum Beispiel Clan-Insider Dennis Witt interviewt. Das ist sehr hart, Das war richtig rotzfrech, Digga. Als ich das gemacht habe, habe ich aber, weißt du was, eigentlich Respekt. So, ihr zieht auch richtig konsequent die Scheiße durch. Ja, ja, genau. Also wenn man Scheiße macht, dann bitte so Scheiße. Einfach Clan-Insider, dann es wird Rap-Insider Roos. Ja, das ist so. Das wäre aber noch, das wäre ja noch die Wahrheit. Ja, aber ihn da auch so denkst, sag mal jetzt, ja, links, Kollege Blahmet. Das Ding ist halt, interessanterweise, ich muss das Thema Framing nochmal zurückgeben. Das Ding ist, mit diesem Thema beschäftigen wir uns, oder ihr jetzt richtig krass, ich ja immer auch mal wieder durch die Musikbranche, kommt man ja auch immer wieder da dran. Dann beschäftigt man sich damit und dann kann man gewisse Framings auch aufbrechen. Aber ich bin auch immer wieder verwundert in anderen Themen, egal jetzt im Leben, keine Ahnung, in allen anderen Themen, wie sehr man von Framing abhängig ist, weil man ja nicht die Zeit und das Gehirn hat, einfach ständig alles zu hinterfragen. Man muss auch Sachen annehmen einfach. Deswegen Schubladendenken hilft einem ja auch zu leben einfach. Die Welt zu sortieren. Die Welt zu sortieren, ja. Und deswegen bin ich aber, urteile ich auch nicht so krass, dass ich sage, Mann, die Leute und so. Deswegen finde ich es aber umso besser dann, wenn ihr so ein Angebot habt und sagt, ja, pass auf. Es ist ja das Gleiche. Guck mal, ich verbringe jetzt gerade ziemlich viel Zeit in Brandenburg, wie unterschiedlich die Leute in Brandenburg sind. Ja. Laute, leise Holzköpfe und total aufgeschlossene Künstlertypen, die halt irgendwie auch total weltoffen sind. Und wenn ich mir die Berichterstattung drüber angucken würde, dann sind alle Ostdeutschen einfach nur per se Nazis. Ja, so. Ja. Und das stimmt halt einfach nicht. Es stimmt es in den meisten Fällen nicht. Und eigentlich müsste man diese Versuche wirklich mal machen, dass man mit diesen Journalisten einfach so rangeht und sagt, hey, ihr seid doch alles Kokser, oder? Also ihr seid alle Kokser, das wissen wir doch. Was aber stimmt. Das stimmt aber auch, oder? Das stimmt doch auch. Mal. Und wenn die dann aber sagen, hey, und dann kennst du Leute, die koksen? Und dann muss er ja sagen. Ja. Also weil, ich meine ganz ernsthaft, in dieser Medienbranche ist es wirklich weit verbreitet. So, dann müsste er ja sagen, dann ist es doch so, oder? Warum distanzierst du dich nicht von denen? Ja, oder sag doch mal, warum distanzierst du dich nicht? 100% oder auch Rhinoceros. Mann, dieser Rhinoceros. Ja, ich meine, am Ende, das ist ja auch nicht einmal nur passiert, das gibt's ja auch immer wieder. Die Sache ist ja, ich habe letztens einen sehr guten Beitrag gelesen, ich habe vergessen von wem, auch ein Journalist auf Twitter, der schrieb etwas, was ich seit Jahren auch bemängle oder immer wieder in Gedanken kommt, das kennt ihr. Das ist dieses, warum werden denn Leute als Experten in den Medien verkauft und dann kommen die wie so eine, wie die Kuh durchs Dorf so gejagt, dann in jeder Sendung sind die so, ja, weil Journalisten auch voll sind, weil sie auch unterbezahlt sind, weil die keinen Bock haben zu recherchieren, weil die keinen Bock haben zu überprüfen, ist das ein Experte? Dann ist ja dieses, woran erkenne ich, ist das ein Experte? Dann muss es ja, es muss prüfbar sein anhand von es muss eine gewisse Qualifikation dahinter sein und die muss prüfbar sein und es kann nicht einfach nur ein Typ sein, der seine Meinung hier gibt, der einfach so gefühlt und in Deutschland ist so Islamwissenschaftler sowieso, Bruder. Das ist ja nochmal ein anderes Phänomen, wenn du auf Islam draufhaust. Vergiss mal, nicht mal nur auf Islam draufhauen, die nehmen irgendwelche Themen, aber er ist Islamwissenschaftler, alle Kanaken, die jemals erschaffen wurden, sind auch Muslime und jetzt hauen wir rein. Also letztendlich unterbezahlt, faul, recherchieren nicht und nehmen immer dieselben Leute. Das ist ja der Grund, warum es gibt ja auch einfach wieder immer wieder Leute, Moderatoren oder Comedians, die immer wieder in denselben Sinne. Das ist ja auch, weil die Leute keinen Bock haben, neu zu gucken. Und dann, was du vorhin gesagt hast, will es nicht wiederholen, aber angeblich gibt es es gibt zu wenig Schauspieler, die diese und diese Rollen spielen können. Ja klar, weil ihr nicht sucht, weil ihr keinen Bock habt. Genau. Also da
könnte ich wirklich zwei Storys erzählen. Wir haben am Anfang, als wir wundersame Rap-Wochen mit Mauli gemacht haben, auch immer irgendwie gesagt, ja, okay, es gibt zu wenig weiblichen Rap. Wenn du anfängst, danach zu suchen, dann gibt es das natürlich auch, klar. Und dann gibt es natürlich auch wirklich spannende Sachen. Und wir haben es ja dann auch geschafft, einfach auf eine natürliche Art und Weise dann auch in jeder Sendung eine ausgewogene Quote dahin zu kriegen, ohne dass wir uns selber an eine Quote verpflichtet haben. Genau. So. Aber wenn du anfängst zu gucken, dann findest du die Sachen auch. Und zu dieser Geschichte mit diesen Journalisten, da muss man halt wirklich sagen, wir haben es in dem Buch auch so angedeutet und es läuft einfach auch wirklich. Du gehst zu deiner Chefredaktion und das habe ich ja auch selber mitbekommen, als ich noch mehr für wirklich journalistische Formate gearbeitet habe. Du gehst zu deiner Chefredaktion, beantragst die Kohle für eine Recherchereise und dann muss diese Synopsis, also das, was du vorher geschrieben hast, das muss schon so geil klingen, dass die das Geld bewilligen. Und dann wirst du losgeschickt und dann musst du das auch liefern. Es ist Wirtschaftsdruck. Right? Ja. So, und du kannst nicht kommen und sagen, Leute, was ich angenommen habe, ist gar nicht so gewesen. Nee, das kannst du nicht. Das kannst du mehrfach bestätigt bekommen. Das kannst du wirklich nicht machen. Wenn dieser Relotius, und der hat das halt gecrackt. Ja, klar. Der hat mal geschnallt. Naja, wenn der hingeht und sagt, guck mal, ich kenne da diese Stadt in Amerika, da verbrennen die jeden Tag einen Mexikaner als Stoffpuppe und da läuft seit 20 Jahren Top Gun und er kommt dann dort an, stellt fest, das ist eine ganz normale Stadt im mittleren Westen, da gibt es ein paar Honks, ansonsten ist da nichts Spektakuläres, dann kriegt er seine Story nicht verkauft. Dann kommt er zurück und der Chefredakteur sagt, hey, du hast mich angelogen vorher, weißt du? Genauso wie wenn du irgendwie eine Berichterstattung brauchst, du brauchst jetzt einen Haufen von Araber, die eine amerikanische Flagge verbrennen. Du gehst dann, findest keinen, dann kaufst du dir von der Bude drei amerikanische Flaggen, gibst den Kids 2 Euro. Wie die CDU bei ihrem Werbespot, wo die dann meinten, damit Clans Mercedes und nicht mehr Ferrari fahren und dann halt in Mannschaftswagen gepackt haben. Da war die Ausschreibung, für 4 Blocks ähnliche Produktion brauchen wir paar Canex mäßig. Wir haben eine Dokumentation über in der Türkei gemacht, ja, und am Schluss ging es dort um Gentrifizierung, um Leute, die sich im Wohnungskampf engagiert haben. Ja. Aber anvisiert war, ja, das sind Revolutionäre, die machen da richtig im Viertel richtig Action, militante Action und so weiter und so fort. Wir haben jeden Tag Anruf bekommen, wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Habt ihr die Leute mit den Waffen? Ich war in Palästina unterwegs, ich habe mit Leuten Interviews gemacht, die haben gesagt, hey, guck mal, ich bin hier lyrischem Widerstand. Man hat mein Haus beschlossen. BBC hat 30 Minuten Interview, 2 Stunden mit mir Interview gemacht. Und dann habe ich meinen Freund präsentiert, der bei den kämpfenden Brigaden ist. Und wer war am Schluss im Film? Nur er. Nur der Typ mit der Waffe. Aber das ist ja, die Frage ist halt, ist der Journalist sozusagen oder die Company sozusagen, die das Geflecht schuld oder auch wiederum, also es ist ja dieses Rezipient, also ist es... Konsument sind, ja. Genau, es ist ja, habe ich ja mit YouTube ja genau dasselbe, ist ja auch... Du könntest es ja steuern, aber dieser Marktmechanismus ist natürlich immer auf das krasseste Bild aus. Ja, und dahingehend ist dann halt eben auch die Berichterstattung. Weil ja Leute halt Geld, die müssen halt Geld verdienen. Man muss halt gucken, wie verdient man Geld. Also muss man Klicks machen. Und wenn du Klicks machen willst, führt dann am Ende dazu. Ey, sind wir am Ende anders? Wir nennen unser Buch Dachil Inside Arabische Clans. Wir bieten natürlich auch eine Innenansicht. Ja, aber das ist auch, guck mal, wie das aussieht, ist auch schon wieder so trojanisches Pferd. Ich hab gesagt, warum habt ihr denn nicht, also das habe ich immer mein erster Spruch zu Steiger. Sieht aus wie ISIS. Warum habt ihr nicht ein paar Waffen? Immer, das sieht aus wie ISIS, Memoiren, aber es sieht, ich meine, es hat auch dieses dunkle Tat, nur, muss ich sagen, aus Erfahrung, wenn ich so Bücher sehe und ich habe jetzt in keinem Verlag gearbeitet oder so, nur vom Gefühl, habe ich das Gefühl, so ein paar Cover-Styles, wie es auch in der Musikbranche ist, ne, auch wie man in Musikvideo, Kanake, Rap mit Goldkette vor Mercedes, das ist Rap, so wie, denn dein Gehirn funktioniert ja so, dass du es direkt erkennst. Gibt es ein paar Cover, die ich, glaube ich, besser genommen hätte wegen dem Abverkauf. Ich glaube, so ein Cover ist selten, kann aber auch, weil ich habe zum Steiger gesagt, Bruder, das sieht aus wie der Inhalt. Aber das ist auch das Ziel. Ja. Stell mal vor, du bist jemand, der Angst davor hat, dass das Abendland morgen untergeht. Dann schlägst du auch noch das Buch auf. Warte kurz.
dann lächelt dich das hier an. Dann liest du auch noch, erste Dings, ganz am Anfang. Das ist schön. Guck mal, dann liest du auch ganz am Anfang der Untergang des Abendlandes, wo ein muslimischer Präsident Deutschland übernimmt im Jahr 2053. Und auf einmal liest du weiter und es geht sehr tief in die Materie und ist nicht nur Rumgedresche auf Kanaken. Jetzt müssen wir mal, ich meine, Cover ist auch Geschmackssache. Also man soll ja immer ein Buch nicht nach seinem Umschlag bewerten. Ja, was übrigens jeder Mensch auf diesem Planeten, der auf die Welt gekommen ist, macht das immer und bewertet jedem nach Aussehen. Aber es heißt immer, man soll es nicht zuerst zuerkert. Aber mal was anderes. Verlagseitig. Ich erinnere mich noch, als wir über den Podcast geredet haben, habt ihr gesagt, ey Alter, es war so schwer, Zusammenarbeit zu finden, weil die Leute Angst haben vor diesem Thema. Wird da jetzt auch nicht anders gewesen sein, oder? Ja, vor allem war die Zusammenarbeit beim Podcast ja auch sehr holprig. Ja. Also ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, in der Form gar nicht so in aller Breite erzählt, aber der Podcast wurde gestoppt. Ja, wir wollten ihn veröffentlichen. November 2020. Wir hatten eine Presseerklärung rausgegeben und eigentlich war das auch alles abgesegnet, aber dann kam eine Bugwelle von Pressereaktionen zurück und plötzlich ist irgendjemandem beim Rundfunk Berlin-Brandenburg aufgefallen, ey, was haben wir denn da? Was haben wir denn da gerade in der Mache? Weil, was passiert denn da gerade? Und dann haben die da näher hingeguckt, haben festgestellt, ey, die haben nur 6 Folgen bislang produziert. Nö, wir stoppen dieses Projekt. Die müssen alle 12 Folgen vorab produzieren und wir nehmen jedes Wort ab. Ah, okay. Aber was ist es? Warum haben wir das? Wir haben eine andere Erzählperspektive. Und als die generelle. Als die und ein Kanake erzählt halt auch mit aus einem Clan. Jemand aus dem Clan erzählt das. Aber ich meine, jetzt mal. Und es ist vor allem auch ein Mitglied aus einer arabischen Großfamilie, der jetzt nicht 100% sagt, ich bin Aussteiger, ich packe jetzt hier aus, sondern ich bin da drin, ich erzähle aus meiner Innenansicht. Ja, die Sache ist, ich wollte gerade sagen, dass jemand aus der Großfamilie erzählt, das gibt's oft, aber er erzählt dann über seine kriminellen Machenschaften. Aussteiger, ihr sitzt bei Spiegel TV. Es gab auch ein Buch jetzt, wo jemand irgendwie, ja, Aussteiger, keine Ahnung, der hat die Kurve bekommen, war auch ein Typ, der irgendwie aus seiner Innenansicht erzählt hat. Aber ja, doch, Aussteiger-Stories und so der Nestbeschmutzer-Geschichten. Ja, bei dir ist ja anders. Du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, du bist einer der besten Musiker in Berlin. Auf der ganzen. Nein, aber du, das ist ja bei dir vollkommen anders und hast ja trotzdem die Sicht, weil du bist aus dieser Familie. Die Sache ist ja, jetzt muss ich aber sagen, wenn ich mir zum Beispiel... Ja, du hast gefragt, was ist es, was die abhält davon? Die haben Angst, dass wir eine Whitewashing-Kampagne für Kriminalität machen. Ja, aber das ist ja, macht ihr ja nicht. Nein. Kann man ja lesen. Das ja. Ist oder so oft, wie wir das erwähnt haben im Podcast, war schon cringe. Wir haben hier wirklich bis an den Rande des Wahnsinns versucht, das rauszuarbeiten. Ja. Bro, Walla, ich meine nicht, denkst du. Man ist ja nachher auch noch im Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig unterwegs. Ne? Danach macht man noch Wachen. Aber du redest halt auch in dem Framing die ganze Zeit. Ich habe gar keinen Bock, Clan gleich kriminell, Clan gleich kriminell. Aber die Leute wollen, dass du das immer mitdenkst. Das ist immer so, das ist zwei hin, aber eins im Sinn. Bitte, wo du denkst, Dicker, ich rede gerade über Kultur, ich rede gerade über kulturelle Fragen, über Herkunft und soll dann immer wieder sagen, ja, aber vergesst nicht, es gibt auch Kriminelle. Wir haben die ganze Zeit nicht vergessen, dass es auch Kriminelle gibt und wir haben denen ein ganzes Kapitel gewidmet und mehr als ein Kapitel sogar. Eins, wo wir mit Kriminellen und Ex-Kriminellen gesprochen haben, eins, wo wir mit Staatsanwaltschaft, Anwälten, Polizisten gesprochen haben. Bruder, und trotzdem weitaus differenzierter als alles, was die Leute da bisher gesehen haben. Ich sehe das ja auch so, ich nehme das ja so wahr, dass das eine differenzierte einfach Haltung von der Story ist, als jetzt was Spiegel TV die ganze Zeit bringt. Und ich finde es trotzdem interessant und das nimmt den anderen auch nichts weg. Aber warum haben die so eine Angst? Also ich verstehe das einmal die Sichtweise, ne? Aber man kann es ja lesen vorher. Also auch Verlage wollten es ja nicht machen. Genau, die Geschichte ist, wir waren auf Verlagssuche, wir hatten eine richtige Agentur, die einfach auch erfolgreiche Autor. Die Nichte von Thomas Brasch war unsere Dings, war unsere Literaturagentin. Sehr bekannter Thomas Brasch. Sehr bekannter DDR-Dichter. Sehr bekannter DDR-Dichter. Also, die arbeitet nur mit Kommunisten zusammen. Wahrscheinlich. Das ist schon Spaß. Also wir hatten eine renommierte Agentur am Start. Wir hatten jemanden am Start, der das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht hat. Alle haben uns versichert, ey, wird ein Selbstläufer, die Verlage werden uns die Tür einrennen, wir müssen uns nur noch das beste Angebot raussuchen. Und nach 3-4 Monaten war irgendwie so quasi auf Nachfrage so, ja, entweder keine Reaktion oder Absage. Also du hast am Ende wirklich auch gesagt, wir können nichts mehr für euch machen.
An dieser Stelle können wir nicht mehr für euch machen. Das ist krass, ich finde es auch so, aber ich finde es so krass von Verlagen, weil ganz ehrlich, als Verlag willst du doch auch spannende Sachen machen. Ja. Ich habe jetzt auch. Nur, ich verstehe, entschuldige, wenn ich sage, klar willst du auch Plus machen. Das heißt, es gibt ja Sachen, die laufen immer. Kochbuch, so, komm. Aber so ein Ding. Ganz ehrlich, wir haben mit dem Podcast wirklich Zahlen, belastbares Zahlenmaterial. Wir haben über 3 Millionen. Ja, Proof. Also, du kannst das checken. Man kann das, wir konnten den Zahlen liefern. Das heißt, wenn 10% von 3,5 Millionen Leuten nur auf eure Seite gehen und den Klappentext lesen, ist schon viel, Dicker. Ja. Ist viel. Die hatten keinen Bock auf das Washing. Auf Ärger auch. Auf Ärger, was heißt das? Na, wenn die Presse kommt und sagt beispielsweise, keine Ahnung, Verlag XY macht halt jetzt eine Whitewashing-Kampagne. Die lassen sich, RBB hat Nachrichten bekommen oder wir haben Nachrichten auf Twitter bekommen, dann lässt sich der Öffentlich-Rechtliche jetzt irgendwie von den Clans vor den Karren spannen. Kriminelle Araber machen jetzt Propaganda über unsere Rundfunkgebühren. Na klar wollen die sich das nicht an Schuh binden. Aber man müsste sich ja nur kurz anhören und dann wüsste man, dass es nicht so ist. Aber klar, aber hört sich der Rezipient das am Ende komplett an. Man hört nur die Headline, ne? Ich meine, die große Schwierigkeit ist ja eigentlich, dass ein Erklärungsversuch immer als Rechtfertigung gewertet wird. Ja? Und das Ding ist halt einfach, wir erklären sehr, sehr viel. Woher kommt Kriminalität? Woher kommen diese Familien? Was ist da eigentlich der gesamte Hintergrund? Und das Ganze wird einem dann so ausgelegt, ja, aber ihr wollt es rechtfertigen. Ja. Und wir wollen ja gar nichts rechtfertigen. Ich wollte nur verstehen. Wir sagen an einer Stelle nochmal genauso, dass irgendwann Hälfte durch im Buch, okay, nochmal ganz kurz langsam, Gang raus, wir bremsen, dass ihr Bescheid wisst. Wenn wir von Kriminalität sprechen, wir reden nicht über demokratische Prozesse, wo ein Täter mit seinem Opfer debattiert, guck mal, kann ich dich jetzt abziehen? Ja. Wie ziehe ich dich am besten ab, ohne dass deine Gefühle verletzt? Also wir sagen ja einfach ganz eindeutig, Kriminalität ist ein Gewaltverhältnis und das ist eigentlich das kapitalistische Gewaltverhältnis in Reinkultur. Ja? Ich meine, also und wir widersprechen auch nicht, dass das in unseren Familien gibt oder in der arabischen Community gibt. Und dass das scheiße ist und dass daraus nichts Gutes erwächst. Das ist nicht Robin Hood oder das ist auch nicht irgendwie Umverteilung oder sonst was. Romantisiert das null. Aber das hat man ja schon im Podcast gehört. Also. Aber im Dachel noch mehr. Reicht halt nicht. Nee, das ist klar, aber ich will nur so. Wir greifen halt die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Obrigkeit auch mehr an. In diesem Buch. Klar, weil ihr sagt, weil ihr undifferenziert einfach pauschalisiert, ne? Einfach, oder? Nein. Würde ich jetzt sagen. Nee, weil wir einfach auch gewisse Behörden in die Verantwortung nehmen. Ja. Wir sagen, Hanau ist eine direkte Folge von der Markierung von Shisha-Bars als gefährliche Orte. Das ist, ich meine, in der arabischen, in der migrantischen Community versteht es jeder. Ja, wenn du Orte die ganze Zeit permanent markierst, dort ist Verbrechen, der deutsche Staat ist machtlos, dass dann irgendein Nazi auf die Idee kommt, seine Waffe zu nehmen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, ist ja nicht so abwegig. Ja, und das peilt auch jeder. Wenn du das einem Deutschen erzählst, dann sagt er, ja, so kann man das aber nicht sagen. Also das kann man so nicht sagen. That's crazy, ja. Ja, Hanno ist ein gutes Beispiel. Ich muss sagen, ich habe letztens auf Twitch auch zwei Comedians, also was heißt Comedians, ich weiß nicht, ist Oliver Pocher noch ein Comedian, aber der wirklich Oliver Pocher, für mich rotes Tuch, ne? Der und dann noch jemand, den ich eigentlich, jetzt habe ich mit dem nichts zu tun, aber ich habe immer gedacht, der ist ein netter Kerl, Comedian von Mittermeier. Ja, klar. Total. Hey. Ja, die Polizei soll den Shisha-Bars in Neukölln ihre Waffen holen. Ja, okay. Ihr habt ja auch damit zu tun. Ich sag dann immer, guck mal, ich bin wirklich jemand, ich versuche nicht alles zu dramatisieren und alles irgendwie zu finden, aber du triffst eine Gesellschaftsschicht, die diese Scheiße glaubt, die haben Angst davor. Genau. Die haben richtig Schiss vor Arabern. Erklär nochmal nur für die Leute, ich werde vielleicht das auch einblenden. Nur kurz, wenn du willst, erklär nochmal, was hat er gesagt? Michael Mittermeier ist ein Typ, der vor 20 Jahren wahrscheinlich mal sein Publikum hatte oder das 10 Jahren, war ein Comedian, der relativ erfolgreich war, macht jetzt gerade ein Comeback und stand dann auf der Bühne und sagt so, ja, ich habe gehört, dass der Polizei irgendwie die Mittel fehlen für Waffen, die haben nicht genug Waffen, ja, dann geht doch einfach nach Neukölln in die Shisha-Bars, da könnt ihr dann Dings aufrüsten und die Waffen von denen sozusagen holen, dann habt ihr genug Waffen. Und dann Razzien machen. Dann sagt er noch, der Abu Chaka wird sich freuen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eine Großfamilie, die eine Nachrichten gelesen hat. Aber was ich interessant fand, habe ich bei Twitch auch gesagt, selbst als Comedy
Technik fand ich das schlecht, weil es gab einen geilere Punch, weil man weiß ja, es gab ja immer wieder dieses, von der Bundeswehr wurden Waffen entwendet, ja, und wo die sind, weiß man ja. Also der Joke, den hätte man besser machen können. Ja, du musst einfach ein Lappen. Du musst bei Nordkreuz anklopfen. Hey, die haben 40.000 Stück Munition irgendwo in ihrem Keller liegen. Das haben die gefunden. Ja. Real sind da Waffen verschwunden. Ich muss halt sagen, ich will vorsichtig sein. Ich habe auch in der Sendung gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der ein Rassist ist, aber das ist billig. Das ist so für billiger Lacher, ja, ist das. Rassismus auch nicht nur als so ein Lifestyle verstehen, als diese Ideologie verstehen. Ich kann rassistisch sein, du kannst rassistisch sein. Sind wir wahrscheinlich auch in Fall. Wir wissen selber Kanaken, Dicker, also ganz ehrlich. Klar. Man sagt dann immer, ich bin Kanake, ich kann kein Rassist sein. Nein, das ist Quatsch. Bruder, das ist Quatsch. Das ist anders Quatsch. Nein, ich will nur sagen, bei Pocher ist das was anderes. Pocher, den sehe ich schon sehr weit in einer anderen Ecke als jetzt Mittermeier. Weil der Pocher, der kennt ihr die... Genau, zum Beispiel. Und immer wieder. Oder wo der von der Pocher, Mann, Alter, Polizei will den rauswerfen aus so einer Konzertsache, weil er einfach, der soll raus, dann will er nicht raus, dann streitet er sich mit denen. Kümmern Sie sich um Clan-Kriminalität, mach doch nicht so einen Scharfen. Bro, hat Clan-Kriminalität nicht gewonnen? Nein, du bist falsch auf dem Konzert, hau ab. Nein, geht mal in die Shisha-Bars, da findet ihr echte Kriminelle. Dann dachte ich so, krass, dieses Shisha-Bar-Ding ist bei den Mainstream-Leuten so, ey, da wird nur Action gemacht, da wird nur Moves gemacht. Guck mal, weißt du, was krass ist, diese Shisha-Bar-Geschichte? Es gibt eine interne Studie, die wurde von der Senatsverwaltung, glaube ich. Ja, die wurde von der Senatsverwaltung in Auftrag gegeben, hat die HWR Berlin durchgeführt. Hat jetzt, wir haben eine Studie mit belastbaren Fakten einfach, die sagt, dass diese Shisha-Barazzien, diese Politik der 1000 Nadelstiche, wie sie genannt wird, erstens komplett rechtswidrig ist und zweitens ein Schaulaufen sondergleichen ist. Das hat, die Ergebnisse sind gleich null. Hat nichts mit Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu tun, weil Kriminelle dann ganz realistisch sagen, ich bin doch nicht dumm als Krimineller, ich setze mich doch nicht in eine Shisha-Bar und bin kriminell dann. Natürlich. So, das heißt, die wissen, wo die schon mal nicht hingehen. Nein, das ist ein Schaulaufen der Politiker, die kommen, lassen sich fotografieren. Genau, und die Polizisten benutzen diese Verbundeinsätze, sind ja keine Razzien automatisch, die benutzen diese Verbundeinsätze als trojanisches Pferd. Und jetzt versuchen die sogar in Reisebüros reinzugehen, die Mekka-Reisen anbieten. Warum? Einfach nur, weil man irgendwelchen Clan-Mitgliedern oder Arabern oder Türken ja auch, Kurden, ans Leder will. Und das belegt diese Studie intern. Und das wollen die nicht rauslassen, weil man sich dann denkt, ja, vielleicht muss das ja nur optimiert werden. Wir müssen ja irgendwas gegen dieses Kriminalitätsphänomen tun. Das ist ja auch etwas, was wir in diesem Buch geschrieben haben. Polizeiarbeit ist in weiten Teilen gar nicht Verbrechensbekämpfung. Yeah. Ja, es hat nichts damit zu tun, Verbrechen aufzuklären oder Verbrechen zu verhindern. Es hat etwas mit dem Sicherheitsgefühl zu tun und der Möglichkeit des Staates irgendwie zu zeigen, wir sind da. Ihr seid sicher. Und das macht man einfach am besten dadurch, dass man Leute, die vermeintlich nicht dazugehören, ja, aufgrund von äußeren Merkmalen, besonders kontrolliert. Dann kann sich der Otto-Normal-Deutsche halt eben sicher fühlen. Ja, die tun was. So. Ich weiß, das ist ein kleines bisschen Whataboutism und ein kleines bisschen hinkt der Vergleich, aber oft sage ich, die ganzen Shisha-Bar-Einsätze, was finden die dann? Banderolen, die nicht bezahlt wurden, Steuern, 3.000 Euro, okay, tamam. Aber dann hast du so einen, unser aktueller Bundeskanzler hat schon Dinger gedreht, Bruder, da geht's um so viel mehr Geld. Und der sagt vor Gericht, ich kann mich nicht erinnern. Guck mal, ganz anders. Es gibt so einen Star-Koch, der jetzt gebastelt wurde, dass er seine Kassen sozusagen ein bisschen manipuliert hat und halt, Ich glaube, zweistelligen Millionenschaden oder einstellig? Großer Millionenbetrag. Und weißt du, was das Problem ist? Solche Razzien, solche Einsätze sind ja eigentlich dafür da, so etwas zu erschließen und herauszufinden, aber es ist Not am Mann, weil halt permanent versucht wird, durch kleine Nadelstiche die arabische Community zu treffen, um dann vermeintliche Kriminelle festzunehmen. Ey, und klar, ganz ehrlich, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, natürlich findest du da mal einen Joint, vielleicht findest du auch mal ein Messer. Zum anderen, wenn du diese Shisha-Bar-Razzien jetzt McDonalds-Razzien nennen würdest oder Burger King-Razzien, würdest du nicht den Franchise-Nehmer dafür verantwortlich machen, was bei seinen Gästen gefunden wird. Weil die finden ja nicht Waffen bei dem Betreiber, sondern die finden eventuell mal ein Messer oder eine Waffe oder Munition bei Gästen. So, und das dann irgendwie als den Erfolg des Rechtsstaats zu verkaufen, weiß ich halt nicht. Ja, es ist sehr einfach und sehr billig. Es ist wie...
die Ergebnisse halten halt einfach überhaupt nicht mit. Und das frage ich mich. Also ich weiß ja bei uns in Essen, ich komme ja aus Essen, da hat der ist der Bürgermeister sogar mitgekommen und so. Dann wurde der Fotograf. Der Bürgermeister fotografiert und dann meinte er, wir sorgen hier für. Thomas Lucken, genau. Dann habe ich mir gedacht, Brudi, Alter, es ist so billig, ne? Es ist einfach billig. Aber ich verstehe natürlich, wo das herkommt und ich verstehe auch, dass es teilweise funktionieren kann. Wenn dann mal hier diese Zeitung bei dir links liegt und dann losst du die so raus, dann siehst du den so von Shisha-Bar. Ja, das Verrückte ist halt einfach, dass die sich ja alle im Kreis dann dafür verantwortlich machen, wer da angestachelt hat. Ja? Ja. Die Politik sagt, ja, also es ist die Polizei, die uns irgendwie zwingt, da die Polizei, sagt, die Polizei, genau, und dann sagen die wiederum, ja, die Presse macht es. Weißt du, so, und das ist halt so ein richtiger Kreislauf und alle machen immer die andere Seite oder so quasi die andere Kraft dafür verantwortlich, jetzt. Die treiben uns vor uns her. Pass auf, ich habe ein neues Wort letztens dazu gelernt, zu genau diesem Ding, Perpetuum mobile. Ja, Perpetuum mobile ist interessant. Also im Prinzip ist es ja auch mit diesem Journalismus, was wir gerade gesagt haben, dass die Journalisten dann ein bisschen aus Faulheit, ein bisschen aus Kalkül, dann wiederum jemanden einladen und der wird dann ein anderer Journalist von einer anderen, oder Redaktion, nicht Journalist, von einem anderen laden, sieht dann diese Person und denkt so, ja, ist auch einfach, man holst ihn hin, du machst einen Triggerpunkt, man sagt ja auch, habe ich letztens gelesen, man stellt ja gar keine Fragen in so Talkshows, sondern Stichwortgeber nur noch, ne? Ja. Nur noch, Clans, ja klar, und dann Kriminalität, ja klar. Genau, aber so musst du auch in eine Talkshow reingehen. Ja, das heißt, es ist kein Gespräch. Es ist kein Gespräch. Es sind Signalworte und dann ich gucke nur, weil ich alles läuft, weil ich heute ohne Kameramann bin, okay? Ja, es ist tatsächlich, das muss einem klar sein. Man geht nicht in eine Talkshow, um ein Gespräch irgendwie, wie sagt man, um irgendwie Ergebnisse zu haben. Das ist kein Austausch, du brauchst die besseren Punchlines, habe ich gelernt. Du musst die beste Punchline haben. Punchlines und Gefühle, sage ich immer. Also es geht da gar nicht um wirklich. Es geht nicht darum, was du sagst, es kommt darauf an, es gibt ja richtig Bücher dazu, was kommt an. Was kommt an? Words that work, es gibt ein Buch, das heißt. Du musst locker bleiben, du musst die besten Lacher haben. Ja. Und charmant, die hat man am besten mit den Punchlines. Ja, voll. Es ist nur, wer gewinnt. Es gibt eben Ausdruck. Das ist halt dieses, was ich vorhin meinte. Vorhin meinte ich ja dieses False Balance. Dann holst du da einen, der keine Ahnung sagt, der angeblich, also wie sagt man das, so überrepräsentierter. Also jemand, der eine Meinung hat, die eigentlich gar nicht so großartig repräsentiert ist im Volk, aber du stellst ihn dann 50-50 zu jemandem, der ein sehr, sehr viel größeres Feld repräsentiert und dann denkt man, es ist 50-50, aber es ist nicht 50-50. Du kannst Demos so framen, du gehst auf die Demo und du findest garantiert drei, vier Verrückte, fotografierst die ab und sagst, hey, was sind da für Schwurbler? Trottels auf diese Demo oder? Guck mal, diese Abschreiben-Sache kann man da nachlesen. Die haben wir gut rausgearbeitet, finde ich, was diese Presse angeht. Der Presse hat ein eigenes Kapitel. Ab jetzt bestellbar, Dachl und Zeitarabisch, klar. Ja. Kapitalismus. mach ich eben. Ich weiß, aber du weißt doch, du denkst immer zu gewissen Punkten, man muss so reinwerfen, Call to Action. Dieses Buch macht vielleicht nicht Bauchschmerzen weg, aber macht auch nicht Bauchschmerzen, ja, ne? Verstehst du? Aber es heilt Angina auf jeden Fall. Hat er Dings? Heilt Angina. Angina. Also wenn ihr Halsschmerzen habt. Ach so. Er behauptet jetzt einfach. Aber guck mal, das Ding ist, einmal haben wir diese Leute von der Bild interviewt. Und ich weiß, war es in unserem Interview oder war es in einem anderen Gespräch? Da hat beispielsweise Rosberg dann gesagt, ja, das kann man hier auch sagen, dieser und jener ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, deswegen kann ich das jetzt auch so offen sagen und mit Namen nennen. Und ich denke mir so, ist mir letztens erst gekommen, warum ist mir das nicht aufgefallen? Bro, ihr habt den mit eurem Kamera in die Fresse halten und provozieren zu einer Person des öffentlichen Lebens gezwungen. Ihr habt ihn da reingezogen. Und ihr habt ihn bekannt gemacht. So. Und ihr habt ihn überhaupt erst in dem gemacht. Das ist genauso, wie wenn du jetzt, okay, Rosberg ist jetzt nicht unbedingt ist man als Journalist immer eine Person des öffentlichen Lebens, weiß ich jetzt nicht, aber du redest über den in deinem Stream und sagst, ja, pass auf, er ist so, du zeigst vielleicht auch mal irgendein Video von dem oder so. Du hast ihn zu einer Person des öffentlichen Lebens gemacht und jetzt kannst du auch über den reden und keiner kann nichts, weil du hast ihn dazu gemacht. So, aber wenn er sich jetzt hinstellt, und das gibt's ja auch, wir haben ja auch teilweise bei dem Podcast, das war jetzt unfair, oder Leute, die dieses Buch gelesen haben, ist vielleicht auch unfair an der einen oder anderen Stelle. Bro, merkst du irgendwas? Ist vielleicht auch ein Spiegel, den ich dir vorhalte? Bist du fair mit den Leuten, wenn du genau dasselbe machst? Ja. So, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
Normal, natürlich haben die auch so das Gefühl, im Recht zu sein, deswegen können die das dann machen. Aber dieses. Aber hast du doch auch, wenn du beispielsweise ja. über Rausberg redest, du ja. fühlst dich doch auch ungerecht behandelt, ja. aber er sitzt auch da und sagt dann, ey, das kann doch nicht sein. Guck mal, es gibt so eine Frau, so eine Kriminologin aus der Polizei in NRW, die hat eine Arbeitsanweisung für die Polizei geschrieben und hat auch ein Buch ähnlich dieses Themas. Ich weiß nicht, ob über Clans oder ob der Umgang mit arabischen Familien generell ist. Mit einem Fußnotenapparat voll mit Focus Online und Spiegel Online und so geht als wissenschaftliche Arbeit nicht wirklich durch, meiner Meinung nach. Und dann steht beispielsweise in einer Handlungsanweisung an die Polizei in Essen auf eine stetige Abgrenzung, jetzt kein direktes Zitat, nur so ungefähr, auf eine stetige Abgrenzung oder Unterscheidung zwischen kriminellen und nicht kriminellen Mitgliedern der Großfamilien kann an dieser Stelle nicht geachtet werden. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil durch einen Zusammenhalt und durch eine Verwandtschaft und räumliche Nähe teilt man ja oft die gleichen Werte und lehnt den Rechtsstaat gleichermaßen ab. Und dann kommt auch so ein Ding, ich glaube auch bei ihr zur Sprache, ja, Diskriminierungsgesetz in Berlin, total schaden, das ist ein Misstrauensvotum gegen die Polizei, da nimmt man auch Polizisten in Sippenhaft. Und ich denke so, ey, du hast so lange an diesem Buch geschrieben, ist dir vielleicht mal beim Überfliegen der Gedanke gekommen, dass deine Broschüre genau dasselbe macht? Ist dir da vielleicht der Gedanke gekommen, dass du auf den Tisch haust? Fuck, Alter. Das ist doch was ganz anderes. Fuck, Alter. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt so. Weißt du, was ich meine? Und ohne sagen zu wollen, dass es in unserem Bruder, Charur-Familie, Charur-Clan, wir haben Asoziale. Da, bevor jemand kommentiert, es gibt keine Asozialen. Safe. Wenn einer Faxen macht, mein Cousin, mein Cousin erstmal, lag mein Vater, wenn er Faxen macht, sperr ihn ein und schmeiß den Schlüssel weg. Tamam? Und ich meine das zu 2 Millionen % ernst. Bevor die Leute kommen, weil die denken, man will dann Rechtfertigung für Leute. Bruder, ich bete 5-mal am Tag, ich werde für keinen eine Rechtfertigung suchen, der Menschen vergiftet oder Leuten ihr Brot wegnimmt. Nicht eine Sekunde. Ich rede eher aus der Perspektive von diesen Tausenden und Abertausenden Leuten, die ganz normal versuchen, ihr Leben zu klären. Sag mal, habt ihr denn mal das zu dem Thema? Ne? Zu dem Thema habe ich auch bei uns im Twitter auch schon mal geredet. Also vergiss deine Frage nicht, ja. aber eine Sache möchte ich bei dieser Pressegeschichte ja auch noch festhalten. Also erstmal Respekt an Axel Lier und Peter Rosberg, die haben sich zumindest 100%. Unseren Fragen gestellt. Die waren bei uns im Interview, deshalb guck mal, Lier ist sogar zu unserer Release-Party gekommen. Genau. Größten Respekt dafür. Okay. Dafür haben wir wirklich auch Respekt und da werden wir auch uns auch bei Gelegenheit revanchieren. Aber das große Problem an dieser Geschichte ist, wir sagen ja am Anfang, wir sind parteiisch. Ja, und wir machen unseren Standpunkt auch klar. Ja. Ja, und deshalb finde ich es auch in Ordnung, dass wir einfach parteiische Positionen verbreiten und auch zum Ausdruck bringen, weil wir es am Anfang eben auch so ansagen. Man braucht nicht so tun, als ob man objektiv an die Sache rangeht. Das ist das große Problem mit dieser, das große Problem, was ich mit diesem Journalismus, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt sagen soll, Mainstream-Journalismus oder richtigem Journalismus und so quasi habe, ist, dass sie immer behaupten, sie seien objektiv. Ja, dass das, was so quasi in ihrer, aus ihrem Framing und aus ihren eigenen Vorurteilen heraus entsteht, und da will ich Ihnen jetzt gar nicht mal unterstellen, dass Sie rassistisch sind, aber... Voreingenommen sind, dass sie das als objektive Wahrheit verkaufen, und das ist nicht wahr. Ja. Du kannst, und ich find es total legitim, wenn du sagst, ich habe ein Problem mit diesen Leuten, die sind mir unsympathisch, ich habe diese und jene Erlebnisse gehabt und ich habe jetzt wieder was erlebt, was in dieses Raster reinpasst. Woran liegt es? Das wäre vielleicht eine Gesprächsgrundlage. Ja, vielleicht wäre es eine. Ja, aber zu sagen, die sind so. Ja, die sind so, wissenschaftlich habe ich das belegt. Genau. Das ist einfach. Das ist einfach so straight up rassistisch. Vor allem auch dieses, die sind so, weil kulturell sind die so. Ja. Weißt du, wenn du jemanden zitierst, und sagst, ich zitiere niemanden, um mein Argument stark zu machen, außer ich teile diese Position. Dann zitiert ein Typ, original sei, ich zitiere hier an dieser Stelle einen Richter, der meinte, die kann man nicht resozialisieren, weil sie eben nie sozialisiert worden sind. Bruder, ich kann das nicht mal kommentieren, Kinnlade geht. Aber ey, Journalisten sind einfach Kokser, das ist halt so. Ja. So sind die halt. Ey, ich guck's nicht. Aber ich bin auch kein Journalist. Nein, das, weil, bist du denn? Ich weiß es selber nicht. Ich wollte nur vorhin sagen zu dem Thema, du sagst, ey, ich spreche hier auch für die Tausenden, die natürlich auch
unter diese Sache leiden. Ich muss sagen, als ich habe ein paar Mal Katar kritisiert bei uns auf Twitch wegen der WM und also es gibt da kritikwürdige Sachen da in Katar, auch ohne die WM, ne? Auch in Dubai, auch in Deutschland gibt es kritikwürdige Sachen. Da haben mir ein paar Leute, die natürlich immer auf diesen Trigger haben, du kritisierst ein, sag ich mal, ein muslimisches Land und dann haben die diesen Trigger, hey, du kritisierst den Islam. Und dann fühlen die sich so in ihrer Religiosität sozusagen angegriffen. Und dann sage ich denen, habe ich letztens jemanden geschrieben. Sprich das Recht, hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sprich das Recht, selbst wenn es gegen dich steht. Also bitte. Erstens das. Hast du gesehen, der mahnende Finger hat gesessen. Ja, der mahnende Finger, er kam. Ich habe TikTok geguckt. Erstmal ist es sowieso sehr unreligiös, viele Sachen, die machen. Aber ich bin kein Deutscher. Was ich sagen will ist, was ich dem geschrieben habe, ist, in Katar, die meisten Leute, die da leiden unter diesem System, sind Moslems. Also sind andere Moslems. Also das sind ja keine Deutschen, die da leiden. Das sind Moslems aus Billiglohnländern, die dann für 300 Euro in so einer Baracke leben. Die beten auch fünfmal am Tag. Also ich verstehe immer diesen Gedanken nicht. Also wenn man was ich sagen will ist, auch unter diesen Hyper-Leuten, die immer in der Bildzeitung sind und so, leiden die eigenen Familien. Und ich meine, es ist wichtig herauszuarbeiten, und ich kenne das, ich bekomme das ja auch mit, dass innerhalb der Familien es riesen Streits gibt, und weil man auch Leute dann auch schon zu Hochzeiten und zu Partys nicht einlädt, weil man, ey, man schämt sich auch für diese Leute, die Scheiße machen. Aber Schamkultur bei uns Kanaken. Ich wollte gerade sagen, das ist eins der krassesten Sachen bei uns, die Schamkultur. Von Beginn an dein ganzes Leben. Und die Leute, ja. Was übrigens auch nicht so gut ist, ne? Gar nicht gut, aber ich meine. Gar nicht raus. Meine. Aber ich will nur sagen, auch nochmal an die Leute, obwohl meine Zuschauer sind da schon am Denken mit, die Sache ist, ich weiß nicht, ob manchmal der Mainstream so denkt, boah, krass, die sind Helden irgendwie in ihrer Familie oder so, weil die so dick. Das haben die uns auch gesagt. Das ist wirklich irre. Also mein Vater wird lieber zu Fuß, als dass ich mäßig mir durch Drogen ein Auto erwirtschaftet hätte. So. Nein, also das sagen die dann wirklich so, die gehen davon aus, als wenn diese Straftäter da wirklich reinkommen bei der Hochzeit, dann würden alle aufstehen und klatschen und so weiter. Und das ist wirklich auch, sie haben auch eine verquere Vorstellung von dem, was sie als Schweigegelübde sehen. Ja, ja. Also weißt du, so dass eine Familie... Omerta, wir sind mit... Omerta. So. Genau, aber dass das eher aus Scham, wirklich aus Scham ist, dass man darüber auch nicht redet und eigentlich auch nicht darüber reden möchte. Und alle wissen das und es gibt diese Streits innerhalb der Familien, aber dass man dann natürlich nicht zur deutschen Gesellschaft geht und sagt, ja, ich leide da jetzt unter meinem Cousin und so weiter. Ja, das ist doch klar, ich meine ganz ernsthaft, also wenn... Ja, klar. Was ändert aber? Ich will ja gar nicht. Also gut. Ja, es ist so eine Doppel. Nee, jetzt doch vielleicht zum Beispiel irgendwie so, ey, welche deutsche Familie kommt denn jetzt auf dich zu und sagt, mein Opa war Nazi? Ja. Ich will darüber reden. Wow. Ich möchte guter, jetzt. Eigentlich guter Vergleich. Wenn du also ganz ernsthaft, ich meine, da haben wir genug in Deutschland. Also er musste ja Nazi gewesen sein, theoretisch, wenn er in Deutschland gelebt hat zu der Zeit. Naja, es gab ja auch viele, die dagegen waren. Nein, stimmt das? Ist das wirklich so? Genau. Weil so meine ich ja, es ist ja auch pauschal. Aber wenn Kanaken das sagen, dann wirst du wieder in den Comments lesen, guck mal, die reduzieren deutsche Geschichte wieder nur auf diese... Lass uns in Ruhe, aber da, also... Und das ist das Gemeine, ich meine, du verlangst doch auch nicht so, dein Bruder ist Psychopath oder dein Cousin ist irgendwie, was weiß ich, macht ganz eklige Sachen und distanziere dich von ihm, mach das jetzt in aller Öffentlichkeit. Das willst, also das würde man von niemandem verlangen, aber von diesen Leuten verlangt man es. Weißt du, was für ein Problem ich mit dieser Distanzierungsgeschichte habe? Das Distanzierungsding ist insofern ein Problem, weil sobald ich sage, ich distanziere mich von XY, auch damit zu tun, habe ich auch eine Nähe eingestanden und ich habe keine Nähe zu irgendetwas Kriminellem, Dicker. Deswegen lass mich in Ruhe. Psychologische Doppeleffekt. Verstehst du? Lass mal, ja. Ich distanziere mich von Vergewaltigung. Warum denn? Verstehst du? Einmal, erster Tag in der Synchronbranche, sagt mir die Regisseurin, bevor sie mir Hallo sagt, hast du dich schon vom IS distanziert? Sister, ich bin Schiite, ja? Erstmal das sowieso, aber zweitens, warum überhaupt? Mehr, ja? Nein, selbst wenn du Autofahrer bist und selbst wenn du schon mal gerast hast, du musst dich nicht distanzieren von anderen Rasern, der jetzt einen Unfall gemacht hat. Genau. Du bist, das ist ja völlig Quatsch, ich habe damit nichts zu tun. Das ist und auf der anderen Seite ist dann aber auch die Einladung zum Gespräch, wird
brüsk abgelehnt. Ja. Also ich denke da immer wieder, das war auch in einem kurzen Ausschnitt über eine Bildreportage über Clans, wo dann der ehemalige Bürgermeister von Neukölln saß, der dann gesagt hat, ich wurde auch schon öfter mal von älteren Herren zum Tee eingeladen. Natürlich bin ich da nie hingegangen, weil das hätte mich ja vereinnahmt oder so quasi sinngemäß. Ja, natürlich hat er diese Gespräche abgelehnt, wo man sagen muss, naja, aber zu jedem Taubenzüchterverein gehst du schon und trinkst dein Bier. Das ist ja deine Aufgabe als Bürgermeister zu connecten und mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen ins Gespräch zu kommen. Aber dort machst du eine Ausnahme, weil du nicht zum Bier eingeladen wirst, sondern zum Tee. Und ganz ehrlich, dann wundert ihr euch oder schreibt dann im nächsten Satz, ja, die schotten sich ab in Parallelgesellschaften. Ja, und vor allem die sagen, du sagst ja damit auch, dass die auf jeden Fall dich bestechen würden, aber der Traumzüchter wäre... Genau. Na, man merkt halt wirklich an jeder Ecke und Kante, dass die ausgestreckte Hand von Seiten der migrantischen Community immer weggeschlagen wird, wobei dann immer gesagt wird, ja, die migrantische Community ist undankbar. Es gab damals übrigens einen Strafzumessungsgrund, der hieß Missbrauch des Gastrechts. Das haben wir erst seit den 90er Jahren nicht mehr. Wow, aber das muss man vielleicht mitdenken. Den kannte ich gar nicht. Das muss man vielleicht mitdenken. Ja, habe ich letztens mit einem Anwalt drüber gesprochen. Da hat er auch genauso beschrieben, wie ich. Deswegen hatte ich das vorhin, dieses Eins im Sinn. Unter Vorbehalt. Man konnte sich vorbehalten, ja, du hast dein Gastrecht missbraucht und deswegen kriegst du halt mehr. Aber das muss man halt mitdenken. Das ist alles nicht so lange her. Du hast Leute, die halt so sozialisiert sind. Und mir ist auch aufgefallen, ehrlich gesagt, auch in der Kenneck-Community. Ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen von dem eigentlichen Thema ab. Ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der meinte, ja, aber Bro, ganz ehrlich, ich verstehe das schon, weil am Ende sind wir die Kanaken. Ich so, Bro, ja, ich bin Kanake, aber was willst du jetzt damit sagen? Ist jetzt mein Fehltritt schlimmer als der eines Bio-Deutschen in Anführungszeichen? Ja, weil wir sind Kanaken, wir sind zu Gast. Ich habe gemerkt, dass das ein richtig Jahrgangsding ist. Ja, auch. Es ist schon bei ihm reingegangen. Pass auf, so. Er ist 80er Baujahr. Ja. Ich, also denkst du, in den 80er Jahren geboren. Ich bin 90er Jahre geboren. Ja. Ich merke dieses Dings. Immer wenn ich mit Leuten aus den 80ern rede, ja, aber wir sind zu Gast, Bruder, wir sind zu Gast. Und meine Eltern haben mir aber auch Zeit meines Lebens, bis heute sagt meine Mutter, leg lieber Geld beiseite, kauf Boden im Libanon, bald müssen wir wieder weg. Das heißt, ich bin immer noch auf Flucht. Wir sind immer noch... Weißt du, die haben immer gesagt Gast, aber ich bin so, alle aus den 90ern, mit denen ich rede, boah, was für Gast, Habibi? Ich bin hier. Wohin? Ja, ich gehe lieber noch und sagen mir, die sagen mir, der Alman ist gekommen, ich komme hierhin, die sagen mir, der Arab ist gekommen. Ja, das ist so. Es ist auch, ich weiß genau, was du meinst, es gibt so ein Generationsding, es gibt Leute hier, die auf gar keinen... Und dann kann man den Deutschen vielleicht auch, den Deutschen, man kann jetzt auch, guck mal, das ist genau das. Den Deutschen auch nicht. Das ist genau, wenn ich sage, sag nicht das Clan-Mitglied, sag nicht der Araber, der Muslim. Ja. Boogie sagt immer, und sehr richtig, es gibt den Islam so oft, wie es Muslime gibt, ja, dann gibt es aber 100%. Der Deutsch genauso oft, wie es Deutsche gibt. Deswegen ist auch unfair, immer von den Deutschen zu reden. Aber man muss es mitdenken. Wir wollen auch mal so ganze Interviewserien machen mit so deutschen Gesprächspartnern, wo wir jede Frage mit der Feststellung einleiten. Ah, für einen Deutschen eine wirklich interessante Frage. Also, und diese Frage ist jetzt typisch deutsch. Ja. Und ich schwöre dir, nach der fünften Bemerkung in der Form... Was los? Spaß. Professionell. Nee, ist tatsächlich, ich habe Alarm eingestellt. Aber ich würde sagen, nach der fünften Bemerkung würde sich jeder von unseren Interviewern sagen, ey, jetzt mal ganz ernsthaft, ich bin nicht typisch deutsch. Außer? Weil, weißt du warum? Es ist so eine Reaktanz. Wenn du einen Menschen framest, will er immer da raus. Egal wie du ihn framest. Es ist ja so, dass du, witzigerweise, wenn du so eine Nazi-Demo gehst und sagst, sind Nazi, sagen die auch immer nein. Nee, einen Moment mal. Also, ich bin ja jetzt für mein Land und so. Aber auch die sagen das. Ist ja verrückt. Deswegen ist ja auch immer so, wenn du Druck auf jemanden, deswegen sagt man ja mal, lass ein bisschen Druck ab und dann findet sich das schon. Weil wenn du zu viel Druck machst, ist ja psychologisch automatisch, dass er sich dagegen wehren muss und dann halt immer genau auch sagen würde, ich bin ja nicht typisch deutsch. Wobei das wahrscheinlich... Geh mal zu einem Schwaben einfach nächstes Mal, wenn du sagst, das wissen wir ja alle, die sind geizig. Ja, ja. Ihr seid geizig. Hä? Ja, jetzt rechnest du wieder genau ab mit deinem Milchkaffee. Ja, ach, du gibst mir jetzt den Milchkaffee aus? Wirklich? Was für ein Schwaben? Was für ein Schwaben?
Ahnung. Du hast eine Wohnung in Kreuzberg? Krass, ihr habt das alle leer gekauft. Sowieso alle. Woher kommt dieser Selbsthass, ja? Steiger der Dings der deutschen Hasser. Bin ich ja gar nicht. Bin ja eigentlich ganz gerne. Also ich bin ja nicht ungerne Deutsch. Es ist so, ja. Ich hatte letztens zu diesem Dings, typisch deutsche Frage, typisch bla bla bla. Das sind so Kleinigkeiten, Dicker. Man sagt ja auch, wenn du mit den anderen Leuten redest, sagen, ja, nimm doch nicht so ernst. Die haben ja recht, sind Kleinigkeiten. Aber letztens, ich bin im Theaterhaus in Dings in Schöneweide. Ja. Wir proben gerade für einen Film. Wir hatten Leseprobe. Und wir laufen hoch, der Typ spricht mit keinem. Wir laufen hoch, Entschuldigung, haben Sie einen Raum hier? Ja, wir haben einen Raum hier, wir sind im Raum sowieso, wir proben gerade für den Film so und so. Ja, nee, wir sind mit ernstzunehmenden Leuten, Dicker, wir waren da mit einem Regisseur, Nachwuchsregisseur, der ist in der Szene, Ali Tamim. So, die Leute, die wissen, weißt du, was ich meine? Dann meinte der andere Typ, der hat gerade mit Fatih Akin gearbeitet, Dicker. Wir waren eine Crew von Leuten, die richtig, wir arbeiten, ja? Er meinte, ey, ich war letztens irgendwie Volksbühne oder so, ich gehe zum Getränkespender, so zum Wasserspender und da war halt eine deutsche Kollegin dabei und dann geht eine Frau auf sie zu, die sieht mich, die geht zu der deutschen Frau und sagt dann so, gehört der dazu? Und er meinte, es war gar nicht so ein Typ, der sich aufregen würde darüber, man würde eher von jemandem wie mir so, ich habe so aufbrausendes Gemüt, erwarten, dass ich mich dann da voll reinsteige. Und er meinte, ey, du Stück Scheiße, so mäßig. Warum gehöre ich denn nicht dazu? Aber sind dann so diese Kleinigkeiten. Hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin, also das kenne ich von der Bahn. Ich muss nur durch die erste Klasse laufen und die Leute gucken mich schon an, als da, hier kannst du. Mir wurde das auch schon gesagt. Hier ist aber die erste Klasse, ne? Also, ich mein's ernst. Also, oder pass auf, einmal, du musst wissen, ich weiß nicht, ob ihr oft Zug fahrt, ich fahre ja ziemlich viel durch Deutschland. Ja, also ich sag mal so, ne? Ich habe mal meine Tasche liegen lassen, bin auf Toilette gegangen und bin relativ zügig zurückgekommen, weil man ja ein bisschen Angst hat, Laptop ist drin und so, ne? Und ich laufe zügig und ich laufe an einer Kontrolleurin vorbei, die einfach so auch da durchgelaufen ist, ne? Und ich will auch sagen, dass ich auch viele gute Erfahrungen gemacht habe, aber ich erzähle jetzt... Nein, klar. Aber diese ist mir im Hängen geblieben, weil ich bin ein bisschen schneller gelaufen und dann machte die wirklich so ihre Hand so und stoppte mich. Moment mal, ja, haben Sie ein Ticket? Und dann dachte ich so, krass, im ICE, ihr müsst wissen, das ist nicht wie Regionalbahn oder S-Bahn, so wird da nicht kontrolliert. Ja, genau. Normalerweise kommen die zu deinem Sitz und so. Manchmal sitzt du da auch 4 Stunden und dann kommt der irgendwann. Und dann fragen die auch manchmal, sind neue eingestiegen und dann manchmal, genau, und dann reagierst du nicht, dann läuft die sogar weiter. Also eigentlich sehr relaxed. Und da ist mir so da habe ich mir gedacht, okay, krass, ist es vielleicht so mein Hip-Hop-Klamotten-Lock, so komme ich so, ja, ist es, oder ist es eine, was ist es, ne, was? Man wird auch paranoid. Man will es auch nicht, aber weißt du, dieses, hier ist aber die erste Klasse, das habe ich aber schon so öfter, den habe ich schon öfter, und du weißt so nicht, wie du reagieren sollst, egal wie du reagierst, du bist so, wie die erwartet haben, bist du sauer, Kenneck dreht durch, ich hätte gar nicht damit gerechnet, Leute, wie Sie hier zu sehen, nachdem Sie das sagte. Ich hätte nicht gedacht, dass erste Klasse so ist. Ja, das ist ja das Pendant zu. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, okay. Ja, gut. Ich meine, voll oft versuche ich auch, also das wirst du kennen, versuche das nicht übel zu nehmen. Ich versuche einfach zu sagen, die meint das nicht so. Das ist nett gemeint vielleicht. Manchmal machen die auch schlechte Witze in Richtung Kanaken, aber du bist denen nicht böse, weil der meint nicht so, dann lache ich kurz mal, mach's nicht unangenehm. Aber manche Leute, du merkst richtig, wie das mit Hass kommt. Nee, das ist schon richtig. Ich versuche auch. Es kommt ja auch die ganze Zeit, ja. Und es führt ja zu diesem... Ja. Zu diesem schizophrenen Gefühl, gar nicht sein zu dürfen, wie man eigentlich ist. Weil man immer den Blick von außen auf sich spürt. Ja. Und das ist ja auch das, was irgendjemand bei dem Interview in Israel auch mal gemacht hat. Du bist nicht als Jude geboren, du wirst zum Jude gemacht. Ja, und irgendwann mal verinnerlichst du das halt einfach, was dir zugeschrieben wird. Ja? Und dann kommst du auf die Idee und sagst so, ja, irgendwas muss ja an mir dran sein. Ja, es gibt so einen sehr bekannten Comedian, wie sagt man das, mit jüdischem Background, israelischem Background? Jude halt. Oh mein Gott, er hat es gesagt. Türke, Jude. Nein, das Ding ist, er gibt einen richtig geilen Stand-up, dann sagt er so, ich gebe immer mehr Trinkgeld, weil ich habe Angst, dass die denken,
Das ist aber geil. Also. Aber das ist auch schon bescheuert eigentlich. Das ist verrückt, dass du halt nicht sagen kannst. So, das ist halt das, was Mohammed auch oft erzählt und so. Du weißt nicht, sind die Leute jetzt freundlich zu mir, ja, weil sie besonders freundlich sein wollen, weil ich Shahur heiße? Oder sind sie besonders arschlochmäßig zu mir, weil ich ein scheiß Typ bin, weil ich gerade einen scheiß Tag habe oder weil sie den Namen gelesen haben? Das weißt du ja nicht. Das so, und dieses Problem habe ich nicht. Weißt du, so, ich gehe auf die Leute zu und ich gehe natürlich, manche Leute finden mich halt arrogant oder doof von meiner Art her, aber eigentlich normalerweise gehe ich immer davon aus, ich gehe auf die Leute zu und dann kommt das zurück, was ich reinstecke. Guck mal, das ist wie mit Stars, die können auch nicht wissen, warum ist der cool mit mir, ist er, weil ich links cool bin, weil ich nicht cool bin, bla, will er irgendwas haben, will er hofft, dass ich irgendwelche Vorteile. Oder und keine Ahnung, hübsche Frauen. Ja, voll. Ist er und dabei nett, weil er ran will, ist er nett, weil er nett ist. Und dann ist genau das, was Marco sagt, man. Ist irgendwas an mir anders? Eigentlich bin ich nur ein sehr überdurchschnittlich gut aussehender Araber, der ein überdurchschnittlich gutes Buch geschrieben hat, das vorbestellbar sehr, sehr, ist. Sehr guter Komponist. Und übertrieben geiler Schauspieler. Aber ich habe trotzdem nicht Shamsu bei Dings Rheingold gespielt. Bei dem letzten Ding, was wir gemacht haben, habe ich ja gesagt, ich weiß, ich habe voll viel Hintergrundinformationen zu diesem Qatar-Ding. Hatte ich, weil ich mich gerade auf ein... Genau am nächsten Tag hatte ich das Casting in Hamburg. Sammy solltest du spielen. Genau. Aber ich war in der letzten Runde, aber... Wer hat dann Sammy gespielt? Hüseyin Top heißt der. Richtig guter Junge. Ja. Okay. Richtig guter Typ. Ich fand nur, zu dem Qatar-Film, vielleicht nur einen Satz, weil du es jetzt erwähnt, ich fand, der Darsteller, der Qatar gespielt hat, viel zu hübsch, viel zu gut aussehen. Er hat es gut gemacht, Digga. Ich fand an manchen Stellen wirklich, man hatte das Gefühl, ich bin jetzt nicht dein größter Fan, muss man auch ehrlich sagen, aber man hatte an manchen Stellen wirklich das Gefühl, dass Qatar den synchronisiert. Ah, okay. Weil so. Ey, stimmtechnisch teilweise richtig gut. Also. Ich habe immer noch nicht geschafft zu gucken, aber ich fand so, Qatar ist der, also typisch, seine Nase ist typisch, sein Gesichtsausdruck ist typisch. Wenn du es nicht weißt, wenn du den nicht kennst, dann guckst du den halt an und das ist dann halt ein solider Heist-Movie. Das ist jetzt kein Musikfilm. Dass Qatar ein sehr gut aussehender Mann ist. Ich fand ihn eine gute Erscheinung. Ach so, ja, also ich würde sogar sagen, gut aussehen ist ja auch immer so eine... ich weiß aber, was du meinst. Ich muss sagen... er ist ein gut aussehender Mann. Ich, Mann, dicker Hallo. Wir können uns, glaube ich, alle einigen, dass ich ein gut aussehender Mann bin, der exceptional Actor ist. Ich gut die iranische Fußballnationalmannschaft. Richtig, das sind alles gut aussehende Männer. Richtig schön. Mein Namensvetter hat heute ein Tor gemacht gegen Wales. Muss man wirklich sagen. Heißt der Roosevelt? Roosevelt heißt er. Aber weißt du, was krass ist? Anhand seines Namens weiß ich, der hat auf jeden Fall Probleme im Iran gehabt. Also alle, die Roosevelt heißen, das ist schon ein Statement. Ja. Es ist so ein bisschen, ich meine, das ist ein uralter persischer Name auch. Ne? Aber wenn du ungefähr das Alter hast wie er, wird dein Vater ungefähr zu einer Zeit dich so genannt haben, das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Okay. Vor allem ist Roosevelt eigentlich ein Nachname. Sehr wenige Leute heißen so mit Vornamen. Das ist ein doppeltes Statement. Das ist schon so richtig. Dein Vater gibt keinen Fick. Er will jedem zeigen, wer du bist. Also, aber mein Vater war auch. Ich kenne auch einen Roosevelt. Ja, auch Vorname Roosevelt? Ja. Interessant, ja. Roosevelt Tahiri. Auch aus Berlin. Ah, guck mal, ja. Jetzt kommt das typische, Moritz, wirst du kennen, jetzt kommt das typische, ich kenne auch einen Iraner. Kennt ihr euch? Ey, krass, wir mit dem Iraner aufgewachsen. Ja, gerade Frage. Wenn du heißt Reza, kennst du ihn? Wenn du mit deinen schwarzen Freunden unterwegs bist, ein Schwarzer kommt, du guckst ihn so an. Aber weißt du was? Einer meiner besten Freunde ist ein Schwarzer, ist Aristo Luis. Er kennt einfach wirklich jeden Schwarzen, ja, Dicker. Ich muss sagen, das ist auch wieder ein bisschen vielleicht pauschal, aber ich habe auch natürlich schwarze Freunde und ich muss sagen, ich habe immer das Gefühl, die irgendwie grüßen die sich schon immer, auch wenn die sich nicht kennen. Die geben sie so ein, so wie in der Schweiz, du läufst an einem Weg und dann läuft einer an den, grüß sie, ne? So. Kanaken, wir blickficken uns, ob wir uns kennen oder nicht. Bei uns ist aber anders, bei uns ist nicht Hallo sagen, blickficken. Was will der? Wer ist das? Wovon wo ist bestimmt, der? Bestimmt sein Wagen, er hat den geleast, ja? Der Peach. Aber man muss sagen, das ist auch ein Generationsding. Also meine Eltern oder ältere Leute grüßen sich dann schon immer. Ja, nicht nee, von unserer Generation. Ja, du gehst Kino-Dings. Immer dieses Messen. Ne? Das ist aber wirklich lustig, weil darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Der Testo von Zugezogen Maskulin, der hat ein Buch geschrieben über seine Jugend.
Du kennst zugezogen maskulin gar nicht, aber so richtig, doch, oder? Doch, zugezogen maskulin kenne ich. Also ich höre mir das jetzt nicht an, so ist nicht meine Musik so. Aber ich kenne die einfach auch, ich weiß auch, für was die stehen und so. Das weiß ich schon, das ist jetzt nicht meine Musik. Nee, und Tessor hat ein Buch geschrieben, also als Henry Bolzon, der hat so eine Szene, wie zwei Jugendliche sich begegnen, ja, wie die aufeinander zugehen. Ja. Mit 16 und jetzt pumpe ich mich auf und der andere pumpt sich auf und dann gehen die aneinander vorbei mit diesen Schultern, fast berühren sie sich. Da hat er aber Glück gehabt, dass er mich nicht berührt hat. Ja? Und dann dachte ich mir, eigentlich gehen zwei genau exakt gleiche Leute aufeinander zu, die ja sehr viel Energie haben könnten, wenn sie sich verbinden würden, und eigentlich wäre es das Beste, was man da machen könnte, ist, hey, der ist doch genauso wie ich. Hallo. Ja, mal hallo. Aber das ist wie wahrscheinlich geil, genau. Wie geil das funktioniert. Ja. Genau. So, und das könnte man ja eigentlich könnte man ja aus dieser Feindseligkeit, die Energie, er beschreibt das einfach auch so, wie sich das alles aufbaut, wie das Adrenalin in ihm aufsteigt und jetzt gleich knallt und dann geht man aneinander vorbei und nichts ist passiert und alles fällt wieder in sich zusammen. Diese Energie zu nutzen, sich zu verbinden und zu sagen, hey, du bist doch genauso wie ich. Ja. Das wäre doch cool. Aber das ist ja immer so, man sagt ja immer, dieses, man ist da eher dickköpfig, Ego. Und aber ich hatte das jetzt, kommt auch immer drauf an, Dicker, die Leute, die keinen Affen mehr machen müssen, machen keinen Affen, muss man ehrlich sagen. Ich habe so einen Typen, den ich gemanagt habe, Ahmad Halimson. Der Typ ist so wie gemeißelt, wenn du auf den schießt, Kugeln prallen an dem ab, sieht so aus. Und der hat jetzt angefangen, der war immer so auch so Hitzkopf bisschen, Afghane. Nicht Afghanen sind Hitzköpfe, ich wollte nur Personen beschreiben, ja, fick mich doch nicht jetzt schon wieder, ja. Ich wollte nur eine Person beschreiben, ja. Ist ein afghanischer, sehr wohlerzogener junger Mann, der ein bisschen hitzköpfig in seiner Jugend war. Und der meinte, Achi, ich mache jetzt immer so, ich sag Salamu Alaikum, wenn die mich die ganze Zeit angucken. Yeah. Und danach lachen die oder lachen nicht, aber ich habe Druck rausgenommen. Ich habe probiert einmal, einer kommt, er ist voll wütend die ganze Zeit und brüllt rum. Ich so, Salamu Alaikum, nein, ich will dir nicht Salamu Alaikum sagen, und eskaliert die ganze Zeit weiter, ja. Funktioniert auch nicht immer. Aber man muss ehrlich sagen, interessanterweise, Lächeln funktioniert voll oft. Ja. Aber mal einmal lächeln. Ich hab's auch versucht. Ich hab's auch versucht. Funktioniert nach innen und nach außen öfter. Ich hab's auch versucht. Wer sagst du? Genau. Die Situation ist so eskaliert, Dicker. Läuft die ganze Zeit, ich lächel, auf einmal er platzt, weil ich ihn anlächle, Salamu alaikum, war noch schlimmer. Danach kannst du nicht mehr. Naja. Ich glaube, wenn man gewisse Muster aufbricht und einfach mal was komplett anderes macht, dann. Mir ist mal eine Situation passiert, da war so Autosituation, ich weiß nicht, ich habe dem wahrscheinlich die Vorfahrt genommen oder so, ich weiß halt nicht mehr. Ich weiß nicht, er hat die ganze Zeit gehupt. Ich habe dann so einen bösen Blick gehabt, so einen Autoblick. Ey, man ist im Auto ja auch. Ich bin im Auto, das ist der einzige Ort, an dem ich aggressiv bin. Sonst bin ich nie aggressiv irgendwie. Das macht mich irgendwie aggro. Ja, das auf jeden Fall hupt er, fährt, ich hup, ich gucke, da macht er so Fenster runter und will so loslegen, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber im Moment hat irgendein Schalter bei mir umgekippt und dann habe ich zu ihm gesagt, Bruder, sorry, habe ich dir deinen Weg genommen. Ne? Super. Dann habe ich so gemacht. Ich habe so, als ob ich so eine Ansage machen will, kam das wohl rüber. Ich habe gesagt, ey, sorry, Mann, habe ich dir deinen Weg. Auf einmal sagt er so, ja, Mann. Dann sage ich, ey, tut mir echt leid. Dann macht er so, ja, alles gut. Ey, das war nicht geplant. Es ist einfach aus mir so rausgekommen. Und dann habe ich mir das gemerkt. Und ab dann habe ich gedacht, immer wenn ich einen Fehler mache oder vielleicht denkt der andere, ich war das, dann mache ich nicht mehr. Mann, aber du bist so gefahren. Sondern mach einfach so. So diesen funktioniert mies im Auto, dieses einfach nicht durchlassen, mach so, Bruder, auf einmal einfach lässt durch um sein Leben er lässt sich um sein Leben durch, als ob sein Leben davon abhängt. Aber ich sag mal so, ne, Auto ist wirklich ein besonderes Thema, muss man echt eine Sendung machen. Ich glaube, das Hupen, dieser Ton, der reagiert auf irgendwas Unterbewusstsein, das macht dich aggressiv einfach, auch wenn einer nur sagen will, er ist grün. Ja, was fickst du meine Mutter? Ich war schon auch im Ausland, da wird viel mehr gehupt. Ja. Haben die Hupen dort anders eingestellt? Weil das klingt nicht so aggressiv. Es klingt nicht so aggressiv. Glaube, die hupen anders. Italiener hupen anders, Türken hupen anders. Und ich meine, du kannst ja in Istanbul fährst du Auto, du fährst immer nur geradeaus vor, du bremst nie und immer nur hupen. Aber weißt du, was das Ding ist? Anderes Teil, ja. So. Das ist auch mal, in Deutschland ist ja so. Wenn ich hier versuche, so zu hupen, so düt, dann kommt düt, düt.
Eine Komponente. Ey, wenn das einer weiß, soll er das auch, eine, ja, auch eine Komponente. Aber sind die anders eingestellt, die deutschen Autos? Guck mal, schrei mich an, während du Auto fährst, beleidige, mach Hub, ja, aber mach nicht so. Ich raste auf. Ja, Als mein Schwager aus Libanon gekommen ist, er die ganze Zeit, er fährt im Auto, er hat angefangen, ey, was ist das für eine Harake, Bruder? Ich mache jetzt auch immer so. Nee. Die feiern das, Digga, aber ich platze. Aber ich muss sagen, das ist wirklich in Deutschland, aber es ist eine andere Kultur. Autofahren ist ja eine andere Kultur einfach. Du gibst viel Verantwortung ab, du vertraust Ampel und so. Wenn eine Ampel ausfällt, bei uns in Düsseldorf. Nein, es ist aber auch die zweite Haut. Es ist, was meinst du mit Auto? Das Auto ist tatsächlich ein Teil von deinem Körper, ja, hier in Deutschland. Okay, wenn das berührt wird, ist es wie wenn du angegriffen wirst. Das ist krass. Das ist, das, und ich glaube, das ist in anderen Ländern so quasi, ja okay, ja. Stoßstange, ja, Boiler, scheiß was drauf. In Italien ist das so, es gibt ja die Italiener, die haben an den Autos, an den Seiten, das ist in Rom gesehen, wo ich einmal da war, da habe ich nachgefragt, dann haben die mir das erklärt, die haben an so Stellen so Beulen, dann denkst du so, wie kommt das, ne? Das sind die, ja, parken und Mopeds einfach die ganze Zeit, so Mopa, Mopa, ja, Mopa. Aber das ist da nicht so wild. Weißt du, was die in anderen Städten machen? Da nehmen die den Gang raus, genau, sodass du das Auto schieben, ja, kannst und dann eine Parklücke schaffen, genau, kannst. Weil, stell dir das mal vor. Die machen die Handbremse. Genau, ja, Gang raus, Handbremse. Stell dir mal vor, du greifst ein anderes Auto an, schiebst es vor. Körperverletzung. Weil man sagen muss, wir reden jetzt gerade so über deutschen Verkehr, als ob bei uns richtig geiler Verkehr wäre. In Libanon, nein, einmal in Beirut. Nein, mir ist schon Deutschland lieber dann. In Beirut einmal, die streiten sich um Parkplatz. Auf einmal, die fangen an, mit Kalaschnikows aufeinander zu schießen. Oder wegen Vorfahrt nehmen und so. Bruder, mach so. Ich ist okay. Sagen, ja, ich muss sagen, klar, ich bin ja in Deutschland sozialisiert, auch Autofahren. Ich kann in unseren, in den Ländern gar nicht Autofahren. Selbst in Dubai habe ich nur Taxi genommen. Also da lass mal, gar keinen Bock. Aber ich muss sagen, übrigens, Taxifahren war so günstig da, das war schon Verbrechen. Manchmal hast du dich geschämt. Oder so. Aber ich muss sagen... Wer da die Taxis fährt, ha? Was meinst du? Frag, wer da die Taxis fährt. Ach so, ja, klar. Muslimisches Land, sonst kritisierst, ja, du Islam. Nee, sorry. Danke. Nur andere Moslems übrigens fahren da Taxi. Aber ich will nur eine Sache sagen zu dem Thema Autos, weil es jetzt mit den Sachen nichts zu tun hat. Nur ganz kurz, ich habe das heute gelesen, aber das sehe ich jedes Mal. Ich glaube, dieses Auto besitzen, dann ist man jemand... Und so, das ist bald vorbei. Privatauto, ja, ist bald ist vorbei. Oder wegen Parkplätzen soll bald vorbei sein. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Nee, auch, ich meine, es gibt dieses Car-to-Go-System und so. Je mehr es davon gibt, desto weniger brauchst du, genau, das. Und du sparst ja auch einfach das, viel. Das wird, aber das hat ja auch etwas mit dieser Verbreitung von, ja, jetzt wird es wieder gesamtgesellschaftlich und so weiter, aber mit dem kapitalistischen Produktionsweise. Ja. Das hat ja was mit Individualverkehr, ja, zu tun. Das hat was mit Individualisierung zu tun, dass eben auch ein öffentlicher Nahverkehr nicht richtig gut ausgebaut, ja, wird oder ein öffentlicher, ja, Verkehr nicht gut ausgebaut wird, sondern dass jeder halt sein eigenes Fortbewegungsmittel hat. Und das wird natürlich jetzt durch diese Carsharing-Ökonomie ein bisschen aufgehoben, obwohl da... muss man einfach sagen, da pumpt die Autoindustrie gerade ihre Überproduktion rein. Guck mal, ja, klar, das ist der Grund für Carsharing. Nein, gut, in Ordnung, das gibt's, diese Kritik kenne ich auch, aber ich will nur sagen, dieses Carsharing-Modell, das ist ja am Anfang, also das ist ja, das wird, ja, das kann man sich ja weiterdenken. Es ist eine neue Form und vor allem merke ich auch, dass sie... im Alten entstehen kann. Genau, mal, das Ding, man kommt auf Ideen einfach. Man sieht, was auch möglich ist, plus die Leute geben nicht mehr so viel Geld aus für Autos, die geben ihr Geld anders aus. Die merken, ich brauche das einfach nicht. Ich kann Sharing machen, ich kann immer Auto fahren. Guck mal. Ein Spruch war doch einfach, Autos und Frauen verleiht man nicht. So, stell dir das vor. Ja. Das ist ein aktiver Spruch aus der deutschen Gesellschaft. Oh mein Gott. Ja? So. Ich habe von, ganz ehrlich, was diese Sachen angeht, wo die immer sagen, Araber sind voll frauenfeindlich, Bruder, die schlimmsten Dinge habe ich von Deutsch-Deutschen, den Deutschsein, ich will jetzt nicht andere Begriffe sagen, den Deutschsein sehr am Herzen liegt, gelernt. Ich bin 16 beim Sport, die sagen mir, guck mal, beispielsweise, du musst zu deiner Frau sagen, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, schau mal, Püppi, Armschmuck sieht man gern, man hört ihn aber nicht gern. So mäßig. Verstehst du? Das habe ich nicht von Arabern gehört. Lass mal einen Araber sich trauen, neben seiner Frau so zu reden, will ich mal sehen. Aber
einfach zum Thema davor, ganz kurz, ist wichtig, es war jetzt Kapitalismuskritik, aber dieser hat ja auch seine Vorzüge. Man kann zum Beispiel dieses gute Buch hier bestellen. Was heißt Kapitalismuskritik? Immer die Sachen einfach, also optimieren, der Gedanke, Sachen besser zu machen. Aber ich wollte nur mal ganz kurz vorhin zu diesem Katar-Thema sagen und dann auch dieses ganze Clan, Vorurteile und so. Wir haben ja immer noch jemanden in der Politik, Friedrich Merz müsste das gewesen sein, der in den 90ern, glaube ich, noch gegen, also wie sagt man, dagegen war, dass man in der Ehe, dass irgendwie eine Übergriffigkeit in der Ehe als Vergewaltigung gilt. Ja. Der war damals noch dagegen. Also und ich meine, der ist immer noch heute in der Politik. Das heißt, damit will ich nur sagen, so lang ist das nicht her, um jetzt Katar mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, keine Ahnung, was weiß ich, Homo-Flagge, Homo-Ehe, dies, das. Ich habe letztens Slides gesehen, das ist ja sowieso, brauchen wir nicht zu relativieren, das ist die größte Kacke der Welt, dass man sich irgendwie in das Leben fremder Menschen einmischen möchte. Das ist nicht deine scheiß Aufgabe als Staat, das geht dich einen Scheiß an, Alter. Und da ist mir auch scheißegal, was die Leute dann schreiben, irgendwie ja, Gesetze eines Landes, die dürfen Gesetze machen. Nein, ist nicht, ein Staat darf nicht alles. Das ist übrigens ein ganz schlechtes Argument. Voll das schlechte Argument. Aber in Deutschland habe ich Slides gesehen, ich habe mich da nicht eingelesen, aber da ging es dann auch darum, dass man hier in Deutschland so von oben herab darüber diskutieren möchte, um zu zeigen, man ist besser. Dicker, bis in die 90er Jahre scheinbar, so wie ich das da gelesen habe, konnte man Männern, homosexuellen Männern das Wahlrecht entziehen, wenn die in homosexuellen Partnerschaften... Bis 94 ist der Straftatsbestand der Homosexualität erst abgeschafft worden. Also ist nach der Wiedervereinigung. Überleg mal, ist das nicht so lange her? Ey, strafbar, also, Dicker, gib dir, strafbar. Also, das war, das ist nicht mehr angewendet worden, aber es war auf jeden Fall, guck mal, in meiner Schulzeit gab es die Affäre Kissling und das könnt ihr gerne nachlesen. Da war ich irgendwie 14, 15, so. Also das war Mitte der 80er Jahre. Das war ein General der Bundeswehr, der musste zurücktreten, weil ihm nachgesagt wurde, dass er in homosexuellen Kneipen verkehrt. Das war ein Setup, der war in Köln. Es gab einen Typen, der ihm ähnlich sah und diese Geschichte wurde kolportiert und er ist als General zurückgetreten der Bundeswehr wegen Homosexualität. Das ist gerade, also klar, das ist jetzt 35 Jahre her, aber 35 Jahre. Bitte, come on. Damit wollte ich auch nur sagen, meiner Schulzeit. Das ist nicht so lange. Ich wollte damit auch nur sagen, damit die Leute das verstehen, es ging mir nicht um Rumhacken und so, ich wollte damit nur sagen, gib einem Land auch Chance, sich zu entwickeln und das ist bei uns auch noch nicht so lange her. Über Entwicklung kann man viel reden. So, man ist auch wieder dieses leidige Thema, worauf die Leute nicht so einen Bock haben. Dieses Deutschland hat eine zweite Chance bekommen und hat die meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut genutzt. So ist natürlich noch Luft nach oben, aber wir leben ja auch alle gerne und gut hier. So, es gibt ja Möglichkeiten und so. Wenn wir uns beschweren, wir beschweren uns, weil wir gerne hier sind und nicht, weil wir sagen, es ist so scheiße, ich verpiss mich jetzt von hier. Nein, so, es gibt Sachen, die können wir als Gesellschaft gemeinsam einfach besser machen. Einfach dazu. Und zu meiner Schulzeit wegen dieser Geschichte Homosexualität und so, die Leute tun jetzt so, weil seit ein paar Jahren das ein bisschen mehr in die gesellschaftliche Mitte gerückt wurde, als hätten sie das überwunden und nur wenn sie schnell genug mit dem Kopf schütteln, wenn du irgendwas dagegen sagst, haben sie das Problem überwunden, aber das ist doch nicht so. Ihr sträubt euch dagegen, euch damit auseinanderzusetzen. Und zu meiner Schulzeit haben die uns noch gesagt, du weißt, Kanaken irgendwie, wir haben dann meistens gesagt, naja, warum suchen die sich aus, homosexuell zu sein? Dann haben die Lehrer immer gesagt, nein, die suchen sich das nicht aus, die werden mit einer Krankheit geboren. Es war komplett okay für die, uns als Kindern irgendwie zu erklären, die sind krank, Dicker. Also das ist dieses Land hier, dieses Land, was ich auf die Fahne schreibe, wir sind so offen und wir sind so bunt, aber es ist doch gut, dass ihr lernt. Ja. Lasst doch gemeinsam lernen, ihr lernt, dass wir gemeinsam lernen, aber hört mal auf, so zu tun, als wäre irgendein Prozess hier schon fertig und als gäbe es diese Prozesse anderswo nicht. Ja. Vor allem, man hat ja selber noch damit zu tun, dann braucht man nicht so tun, als ob andere noch... Genau, und das ist halt auch etwas, und jetzt kommen wir wieder an Anfang unseres Gesprächs eigentlich zurück. Es sind Generationen auch, die sehr unterschiedlich ticken. Ja, und auch das muss man sehen und auch da muss man den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, irgendwie wirklich auch teilzunehmen, ohne gleich alles über Bord werfen zu müssen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Gespräch, das haben wir auch da drin, ja, wo eine junge Frau sagt, hey, es gibt so viele Sachen, die mich ankotzen, aber ich gehe nicht, der deutsche weiße Mann wird jetzt nicht kommen, mich befreien. Ja, es gibt Sachen, die mag ich nicht an meiner Kultur und es gibt andere Sachen, die liebe ich an meiner Kultur und ich möchte nicht alles aufgeben müssen, nur um dann zu sagen, ich bin assimiliert, ich bin Teil dieser Gesellschaft.
Ich möchte mit meiner Identität Teil dieser Gesellschaft sein dürfen. Und das ist doch eigentlich das, worauf es im Endeffekt ankommt, dass wir alle Teil dieser Gesellschaft sind und an dieser Gesellschaft aktiv mitarbeiten. Ja, voll. Ja, die Leute aus Ostdeutschland mit ihrer Identität genauso, die leiden auch darunter, dass die ihnen immer aberkannt wird. Genau, immer die Aussicht, die haben nichts geleistet und so weiter. Die standen genauso in der Fabrik und morgens um 5 auf. Ja, und genauso wie der Schwabe, diese geizige Schwabe, der hier Hausbesitzer ist, dass die auch mitmachen dürfen. Weißt du, man tritt halt immer nach unten oder das, was man vor unten hält. Und man tritt immer gegen die anderen. Man haut immer auf die anderen rauf. So. Das ist halt, ist leicht. Die müsste noch laufen, ne? Da läuft. Die läuft nicht mehr? Das gute Handy läuft. Ja, das ist gut. Gott sei Dank, das hat uns gerettet. Ich wollte dir sagen, genau, lass uns auch zum Schluss nochmal Buch-Promo-Talk. Ich hau das Video so schnell wie möglich raus, aber das Buch ist schon verkäuflich, ist es überall zu erhältlich. Das ist jetzt erhältlich, das wird ab im Montag, den 27., also wirklich allerspätestens, auch bestellbar sein. Okay. Das ist dann beim Buch. Also im Buchhandel bestellbar. Ihr könnt schon auf Amazon bestellen, ihr könnt es auch. Ich mache eure Links alle drunter, alles gut. Genau, ihr könnt es auch auf unserer Website bestellen, dachel-insight.com. Ich connecte, also ich mache die Links runter. Ich wollte nur sagen, sag mal nochmal, zwei Sachen, die vielleicht wichtig sind, gibt es auch irgendwie als PDF oder sowas? Also wie sagt ja man, klar, als E-Book gibt es E-Book. Und ganz Hörbuch wichtig, Hörbuch kommt auch später, weil ich dafür 27 Musikstücke komponiert habe. Sehr gute Musikstücke. Also du machst extra noch die Musik dafür. Ich habe die Musik schon gemacht, die ist auch drunter gelegt, aber die hat halt ein bisschen länger gedauert als die Deadline fürs Buch, deswegen kommt das dann im Januar, inshallah. Ja. Aber der hat inshallah gesagt, ist das so Dings? Okay, krass. Ist das so Dings? Ja, Flughafen musst du immer vorsichtig sein. Ich weiß. Ich habe dann immer gesagt zu den Leuten, die so ein bisschen überempfindlich sind, Entschuldigung, Gökhan, kannst du mal bitte meinen Koran halten? Ja, ich weiß, aber da musst du echt aufpassen. Musst du aufpassen. Ich bin auch der am meisten Probleme hat an Flughäfen immer. Egal wo. Aber ja, Hörbuch kommt auf jeden Fall auch, haben wir auch selbst gelesen. Und auch die Musik ist jetzt nicht nur aus dem Rechner, sondern ich habe auch mit Musikern gearbeitet, die Instrumente eingespielt haben und so. Das ist wirklich hochwertiger Shit geworden. Okay, Bombe. Freut mich sehr. Ich werde vielleicht hier und da im Twitch-Stream, Leute, das wisst ihr ja sowieso aus dem Buch mal lesen. Und dann hören wir uns auch das Hörbuch an. Und ansonsten natürlich könnt ihr es kaufen. Ich werde aber im Intro noch dazu reden, Leute. Ey, vielen Dank für eure Zeit. Vielen herzlichen Dank. Dir? Ja, dann gib Gas, Alter. Wir hören uns. Ich denke mal, wir sehen uns in einer nächsten Sendung, Freunde. Wir sehen uns im Outro wieder. Das ist Markus Steiger, Mohamed Shahur. Und bis gleich, Freunde. Freunde, yes, is yo! Ja, alle Links vorbestellen, besorgen, wo ihr es herhaben könnt und so weiter. Unten in der Beschreibung natürlich. Da steckt sehr viel Arbeit drunter. Dahinter sehr viel differenziertere Sicht der Dinge, als man natürlich bei Spiegel TV sehen kann. Obwohl, ich muss sagen, das Buch kommt schon ganz schön Dings. Ja, ich habe das ein bisschen kritisiert, das Aussehen, aber gut. Ich hoffe, das Aussehen schreckt die Mainstream-Menschen nicht ab, das Buch mal zu lesen. Ich werde im Stream mal aus dem Buch lesen, aber die beiden werden ja daraus eine Audioversion machen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, genau, wie fandet ihr Clanland? Wir haben dazu ja auch einen Podcast gemacht, Clanland und was ihr vom Buch erwartet. Und wie gesagt, zieht es euch auf Lunge. Ich denke, die Jungs haben sehr viel Arbeit dahinter. Da ist sehr viel Arbeit dahinter, will ich sagen. Und sehr viel daran. Viel Blut, Schweiß und Tränen. Und wie ihr gesehen habt, so einfach ist es nicht mit dem Thema, an Geld ranzukommen irgendwie. Also an jemand, der das finanziert, am Verlag, Support und so weiter. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Andersrum, ne, wenn man ein Buch schreibt, also wenn man nicht so differenziert an die Sache rangeht, wenn man draufhaut und wenn man sehr populistisch drauf ist, da natürlich findet sich jeder Verlag und jede Markus-Lanz-Sendung lädt dich ein. Deswegen, wir brauchen ein bisschen mehr auch die andere Seite, wie ich finde. Und daher supportet das Buch. Ne? Wie gesagt, wir sehen uns auf Twitch, wenn es wieder heißt Busnitch. Und ich werde dann aus dem Buch auch mal lesen. Und wenn die Audioversion da ist, werden wir das auch mal auf die Lunge ziehen.
Genau. Und für die Leute, die vielleicht die Wartezeit verkürzen wollen auf das Buch, zieht euch gerne Clanland rein, der Podcast überall zu hören. Genau. Sehr, sehr, sehr gute Arbeit, Freunde. Kann ich nur sagen. Shoutout an die Jungs und wir sind raus, Freunde. Gangzeichen, damit alle wissen, das hier ist eine... Ihr wisst schon.